Das ist aber nett. Dankeschön. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Applaus. Auch Sie, die Sie gerade auf den letzten Drücker noch kommen. Bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Ah, zu der Schulklasse. Sind das die, die immer sonst zu spät auch kommen? Wer ist der Lehrer? Wer nickt denn da? Ja. Keine Angst, es gibt keinen Eintrag im Klassenbuch. So. Sonst auch die erste Reihe, sehr beliebt bei uns, weil ich ab und zu Leute aufrufe, aber ich habe mir jetzt die Gesichter schon gemerkt. Also herzlich willkommen, mein Name ist Johannes Büchs. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Deutschen Museums Bonn und natürlich auch der Bundeskunsthalle, dessen wunderbaren Raum wir heute nutzen dürfen. Auch im Namen unseres Kooperationspartners, des Generalanzeigers, darf ich Sie herzlich begrüßen zur dritten und letzten Reihe, also dritten und letzten Veranstaltung unserer Reihe. Stadt 4.0, Stadt ohne Stau, Stadt ohne Müll. Sie haben am Anfang eine Karte ausgeteilt bekommen. Diese Abstimmungskarte. Und dazu muss ich Ihnen was erzählen. Nach unserer letzten Veranstaltung kam ein Herr zu mir und sagte mir, ja, da müssen Sie doch mal nachdenken, auf der einen Seite grün, auf der anderen Seite rot. Ich bin farbenblind, da weiß ich ja gar nicht, wie habe ich abgestimmt. Und der Mann hat mich zum Nachdenken gebracht und er hatte natürlich recht. Jetzt ist aber unser neues Thema Müll und wahrscheinlich werden Sie es heute auch noch merken, es geht um Müllvermeidung. Ganz oft, also drucken wir die jetzt denn alle neu oder nicht? Wir haben uns entschieden, sie nicht neu zu drucken. Nicht, weil wir nicht den Farbenblinden gerecht werden wollen, sondern weil wir Müll vermeiden möchten. Das heißt, wenn jemand neben Ihnen nicht genau weiß, wie er gerade abstimmt, helfen Sie ihm. Sie dürfen in Kontakt kommen mit den Personen, unterstützen Sie sich. Insofern stärken wir das Miteinander und vermeiden den Müll. Das ist unserer Meinung nach der Königsweg für heute Abend. Ich möchte Ihnen vier Personen vorstellen, die wir eingeladen haben zum Diskutieren heute Abend. Bitte begrüßen Sie mit mir und kommen Sie bitte gleich, wenn Sie Ihren Namen erkennen, auf die Bühne. Als erstes Friedrich von Borries. Bitte herzlich willkommen. Hallo aus Berlin. Ludgera Decking. Professor Klaus Beckmann. Und Corinna Vosse, herzlich willkommen. Es fiepst so ein bisschen. Soll ich mich anders setzen oder weg vom Monitor oder das Handmikrofon benutzen? Können wir was tun oder wollen wir es fiepen lassen? Weitermachen. Gut. Oder bin ich das, weil ich so doof ausatme? Das bin ich beim Einatmen, ne? Ja. Tatsächlich, mit der Nase. Also ich setze mich einmal ein bisschen weiter weg von der Box, weil das ist ja so ein Feedback-System, oder? Nein? Jetzt ist besser. Sehr gut, vielen Dank dafür. Nun, ich stelle Ihnen unsere Diskutanten vor. Als erstes Friedrich von Borries. Er ist Architekt und Professor für Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Pendelt aber von Berlin nach Hamburg stetig, da müssen wir heute noch drüber sprechen, Stichwort Stau. Er agiert im Grenzbereichen von Stadtentwicklung, Architektur, Design und Kunst und im Mittelpunkt seiner Arbeit steht das Verhältnis von Gestaltung und gesellschaftlicher Transformation. Vielen Dank, dass Sie heute Abend Zeit gefunden haben. Dankeschön. Neben ihm und mir sitzt Ludgera Decking. Sie ist Geschäftsführerin der RSAG. Die RSAG ist ein kommunales Unternehmen, Siegen kennen Sie vielleicht, mit 400 Beschäftigten, bald 450 habe ich dazu gelernt. Und sie wurde vom Deutschen Ingenieurinnenbund in die Top 25 der einflussreichsten Ingenieurinnen Deutschlands gewählt. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind. Und zu meiner Linken, also jetzt nervt es mich so, wir können das auch ausdrehen und ich nehme die Handgurke. Ist das vielleicht besser? Ja? Ja, ist das besser? So besser? Ja. Ja, ich weiß, Leute mit Hörgeräten, nachher kommen die nach der Veranstaltung zu mir und sagen,
Nein. Gut. Entschuldigung. Neben mir sitzt Professor Klaus Beckmann. Er ist einer der erfahrensten Stadt- und Verkehrsplaner in Deutschland, war 2006 bis 2013 Institutsleiter des Deutschen Instituts für Urbanistik in Berlin. Und mittlerweile ist er Vizepräsident der Akademie für Raumforschung und Landesplanung in Berlin. Herzlich willkommen. Und ganz zu meiner Linken und zu Ihrer Rechten sitzt Corinna Vosse. Sie promovierte am Lehrstuhl für Stadt- und Regionalsoziologie der Humboldt-Uni Berlin, ist Mitbegründerin des vielfach ausgezeichneten Kultur- und Bildungszentrum Kunststoffe, Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien, und war Geschäftsführerin der Klimawerkstatt in Berlin. Herzlich willkommen. Nun, Diskutanten, Gesprächspartner lädt man ja ein, um mit Ihnen zu sprechen. Trotzdem dachte ich, das erste Wort heute Abend oder das erste Zeichen gehört Ihnen, weil wir ja die Karten benutzen wollen. Und wir starten heute mit dem ersten Gesprächsthema Müll, um dann nach der Hälfte der Veranstaltung in den Stau zu kommen. Deswegen eine Müllfrage als allererstes. Wer von Ihnen, und jetzt bitte seien Sie ganz ehrlich, hat schon mal einen Joghurtbecher ausgespült, bevor er ihn in den Müll getan hat? Grün ausspülen, rot habe ich noch nie gemacht. So, das, Frau Decking, das wird Sie interessieren. Jetzt sehe ich hier, ich muss Ihnen das kurz spiegeln, lassen Sie die Karten oben, das sind mindestens 50% grün und die andere Hälfte ist rot. Nehmen Sie Karten runter, wer isst nie Joghurt? Hat jemand, ist hier, ja, hier vorne. Laktoseintolerant? Das rettet Sie vor der falschen Antwort, weil natürlich ist das Ausspülen des Joghurtbechers, das ist eine Urban Legend, sagt man heutzutage, total doof. Es verbraucht mehr Wasser, als es irgendwas bringt. Ich habe beim Besuch eines Recyclingwerks ein neues deutsches Wort gelernt. Der Joghurtbecher soll möglichst löffelrein in den Müll gegeben werden. Und wenn ich es richtig weiß, ist das Wichtige beim Joghurtbecher, nämlich, dass man ihn trennt von seinem Deckel, weil das zwei verschiedene Materialien sind, Aluminium und Plastik. Und das ist viel, viel wichtiger, als wie rein er ist. Frau Decking, könnten wir es damit ausräumen oder ja, müssen wir noch was dazu erwähnen? Nein, das ist vollkommen richtig. Wichtig ist es, die Materialien zu trennen, weil sie in der Sortieranlage nicht automatisch getrennt werden können. Gut. Es gab ja mal in den 90er Jahren einen Joghurtbecher, der sich selber hätte zersetzen sollen. Was ist eigentlich aus dem geworden? Außer Kompost. Ich habe von ihm nichts mehr gehört. Allerdings wollen wir ihn auch nicht in der Kompostanlage haben, weil er sich bei uns im Kompostwerk in der kurzen Zeit, in der der Kompost umgesetzt wird, nicht zersetzen würde. Das heißt? Das heißt, der Joghurtbecher, egal ob darauf steht, dass er sich zersetzt oder nicht, gehört in die Sammlung für Kunststoffe und nicht in die Biotonne. Und was ist mit den Plastiktüten oder ich glaube, es sind Maisplastiktüten, die sich zersetzen sollen für den Biomüll? Die kennt vielleicht, kennen Sie die? Nicken Sie einmal oder schütteln Sie mit dem Kopf, sonst lasse ich Sie abstimmen. Ja, Sie nicken. Okay. Was ist mit denen? Also angeblich kompostierbare Plastiktüten ist genau das gleiche Problem. Sie zersetzen sich bei uns im Kompostwerk nicht, weil dafür die Durchlaufzeit viel zu gering ist. Die würden sich wahrscheinlich zersetzen, wenn man sie ein Jahr im Kompost, im privaten Kompost hätte. Und das Problem ist, sie sind nicht gekennzeichnet. Das heißt, wir können nicht unterscheiden, wenn wir im Kompostwerk arbeiten, ob es sich um eine kompostierbare oder nicht kompostierbare Plastiktüte handelt. Und wir sortieren alles aus, was kommt. Also es geht alles raus. Und weil dieses Material aus der Biotonne, wie Sie sich vorstellen können, sehr stark verschmutzt ist, geht es dann auch sofort in die Verbrennungsanlage und nicht in die Verwertung. Jetzt gucken wir mal, wie viele desillusionierte Leute wir im Publikum haben, die bisher viel Geld ausgegeben haben für kompostierbare Abfallbeutel, die, wie Sie jetzt wissen, gar nichts bringen. Grün, wer kauft die? Wer hat die schon mal gekauft? Kompostierbare Abfallbeutel? Und Rot, wer noch nicht? Ja. Ja, es sind nur so 10, 20. Sie haben sich das schon gedacht, dass das nicht funktioniert. Schlaues Publikum. Sehr gut. Herr von Borries? Da sollte man aber vielleicht doch auch die kleine Randbemerkung machen, dass der Vorteil von diesen sogenannten kompostierbaren Plastiktüten auch ist, dass sie aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt werden und man zumindest, selbst wenn sie nicht kompostiert, sondern verbrannt werden, Erdöl gespart hat. Das wäre also vielleicht noch eine zur Ehrenrettung der kompostierbaren, nicht Plastik, aber gemeinhin als kompostierbare Plastiktüte bezeichneten Tragebeutel. Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Die dürfen auf gar keinen Fall in die Biotonne.
Weil in der Biotonne machen sie uns nur Probleme, weil wir sie nicht garantiert alle rausfischen können. Und dann haben wir sie nachher im guten Kompost. Ja, aber es ist und dann besser, die zu benutzen als Plastiktüten. Ja. Und jetzt kommen noch die, die sagen ja, und den Mais, den Sie jetzt zur Herstellung der Tüte haben wollten, der dann eine Biotüte gibt, die nicht in den Biomüll soll, fehlt uns auf der anderen Seite für den Biokraftstoff, wobei wir uns da noch anhören müssen, dass es ja Essen ist, was wir anderen Leuten wegnehmen, wobei wir hätten es auch noch in die Biogasanlage tun. Sehr schön, das gefällt mir. Wir wollen eigentlich drüber reden, 2030 haben wir eine Stadt ohne Müll und wir scheitern schon heute an einem Joghurtbecher. Ich glaube, es ist ein Sinnbild dafür, wie kompliziert dieser Weg sein könnte. Aber lassen Sie mich den großen Bogen schlagen. Herr Beckmann, können Sie sich vorstellen, eine Stadt ohne Müll? Also beim Müll habe ich mehr Vorstellungsschwierigkeiten. Aber ich denke, in langer Frist ist das vorstellbar. Und zwar einfach deswegen, wenn wir die Dinge beachten, die beachtet werden sollten. Bleiben wir jetzt bei dem Beispiel eben halt der kompostierbaren und verrottbaren Tüten. Die müssten im Prinzip entweder einen anderen Verrottungszeitraum haben, was dann andere Probleme mit sich bringt. Das fällt dann schon zu Hause, wahrscheinlich wenn sie zu Hause sind, manches durch. Beziehungsweise man müsste sie wieder getrennt sammeln. Also ich will damit nur sagen, wenn wir das wirklich in Kreisläufen denken, kann ich mir das schon vorstellen. Aber es bleiben eben manche Probleme da, die wir alle wahrscheinlich hier in der Brusttasche haben. Die Handys, die nicht mehr zerlegbar sind, wirklich in alle Einzelteile, wo verschiedene Komponenten zusammengepasst sind. Antwort, ja. Sehr langfristig und wo wir sehr aufmerksam sein müssen, was wir alles tun müssen, um das zu erreichen. Frau Vosse, wie sehen Sie das? Können Sie sich eine Stadt ohne Müll vorstellen? Vielleicht noch mal zu dem Plastiktütenproblem. Es ist ja so, dass die aus Plastik hergestellte Tüte immerhin kein Mikroplastik erzeugt, wenn sie, wie es eben heute noch ist, nicht getrennt gesammelt und zurückgeführt wird. Also das spricht auch nochmal für diese Bio-Kunststoffe. Und jetzt Aber jetzt bin ich böse. Ja, jetzt sage ich, wenn ich jetzt die Bio-Plastiktüte kaufe, damit ich das Erdöl schone, sie aber nicht in die Biotonne tue, für die sie eigentlich, steht auf der Verpackung, vorgesehen ist, weil ich jetzt erfahren habe, sie verrottet dort nicht schnell genug, sondern in den Plastikmüll, dann kann aber da die Anlage doch auch nicht unterscheiden zwischen einer Plastiktüte aus Bioplastik und aus einer Erdöl. Also verwässert sie dann das Ergebnis meines Rohstoffs, den ich am Ende habe, um ihn wieder zu verkaufen, wenn daraus jetzt neue Materialien hergestellt werden. Also es gibt doch gar keinen Weg, wie ich es richtig mache. Wir müssen ihn in die Restmülltonne werfen, damit es verbrannt wird. Ich muss ihn gut, dann kaufe ich das Bioplastik, was eigentlich gedacht ist für die Biotonne, um es in den Restmüll zu werfen, damit es verbrannt wird. Aber das ist ein Problem Ihrer Kompostieranlage. Erstmal. Aha, Frau Decking ist schuld. Gute Theorie. Ja, es ist Ihre Kompostieranlage. Der Hersteller würde jetzt sagen, Sie machen da was falsch. Nein, es ist ja ein typischer Fall von Systeminkompatibilitäten, die in Transformations- und Wandlungsprozessen nun mal auftauchen. Es ist ja nicht das Problem, dass die Tüte per se nicht kompostierbar ist und der Hersteller lügt, sondern es ist das Problem, dass im Moment entweder das Sortiersystem noch nicht stimmt oder die Kompostieranlage dafür noch nicht ausgelegt ist. Und das ist ein typisches Übergangsphänomen von einem System auf ein anderes, dass in diesen Übergangszeiten bestimmte Sachen noch nicht funktionieren. Und das darf man aber nicht gegen die Grundideen ausspielen. Weder gegen die Grundidee einer Kompostieranlage auf industriellem Niveau, was hervorragend ist, noch in der Frage, ob man bestimmte Verpackungsstoffe, die man nun mal leider braucht, kompostierbar herstellt. Und das gegeneinander auszuspielen, nur weil es im Moment noch nicht klappt, das ist ein unfairer Trick. Das heißt, kaufen, weil es in der Zukunft irgendwann funktioniert? Aber das Problem ist eigentlich in der Übergangszeit, Sie haben ein zu komplexes System. Sie haben kompostierbare Tüten, Sie haben nicht kompostierbare Tüten. Das muss vom Verbraucher auseinandergehalten werden und Sie müssen verschiedene Wege auch noch nachher nutzen, um sie jetzt auch wirklich in eine gute Nutzung zu bringen. Und das ist eigentlich die große Komplexität, die dann für den Verbraucher das Ganze schwierig macht. Mhm. Das geht jetzt nicht darum, ob wir das Ganze kompostieren können oder nicht. Zwei Vorschläge zur Lösung. Erstens, wir verzichten darauf, weil wir selber einen Komposthaufen zu Hause haben. Wer von Ihnen hat einen Komposthaufen und benutzt den auch tatsächlich? Ja, also gucken Sie sich das mal an. Das sind ja mindestens, also da hängen ja ganz viele, also grün ist ja, rot ist nein, für diejenigen, die sich gerade nicht trauen, die Karte hochzuhalten. Aber, naja, 20% schon oder 15% für so eine urbane Stadt wie Bonn. Finde ich gut. Das wäre Lösung Nummer 1. Lösung Nummer 2 ist,
Wir machen aus dem Müll was Wertvolleres. Und da sind wir ja wieder bei Ihrem Thema. Wenn wir es nicht als Müll oder zukünftigen Wertstoff, sondern vielleicht als etwas, aus dem man noch viel mehr machen kann, betrachten. Ist das die Lösung? Die Frage nach der Stadt ohne Müll ist ja die Frage danach, was ist Müll? Und solange wir, deswegen kam ich gerade nochmal auf das Plastiktütenbeispiel, solange wir Wegwerfprodukte erzeugen, die per se eine kurze Lebenszeit haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dabei Müll entsteht. Weil ansonsten, das ist ja jetzt auch schon dargestellt worden, erfordert es sehr differenzierte und gut abgestimmte Prozesse der Sammlung und der Aufbereitung und der Kreislaufführung. Mhm. Also optimal ist es, wenn der Müll gar nicht erst entsteht, insofern als dass ich unmittelbar Sorge trage, dass ein Material, ein Stoff, ein Gegenstand, den ich vielleicht nicht mehr verwerten kann, von mir weitergegeben wird und an jemanden, der ihn noch benutzen kann. Weil es sind ja die allerwenigsten Stoffe und Materialien und Produkte, die gar keinen Nutzen mehr haben. Der meiste Müll entsteht ja dadurch, dass er dort, wo er ist, keinen Nutzen mehr hat. Ist das der wichtigere Teil der Lösung als eine neue technologische Erfindung oder bessere Recyclinganlagen? Herr von Beuys, was denken Sie, wenn wir im Jahr 2100 auf eine moderne Stadt gucken und sagen, die hat keinen Müll mehr? Liegt es daran, dass die Leute ihre Wertstoffe anders weitergeben und benutzen oder dass die Technik so weit fortgeschritten ist, dass wir, egal was wir wegwerfen können, uns darauf verlassen, dass möglichst viel wieder recycelt wird? Also erstmal brauchen Sie beides. Sie brauchen ein anderes Konsumentenverhalten, ein anderes Design, also eine andere Produktion und eine andere Konsumption, die Müll reduziert. Aber es wird immer, zumindest in einer Gesellschaft, die nach wie vor fortschrittsorientiert ist, Dinge geben, die irgendwann veraltet sind, die überholt sind und die man auch nicht mehr eins zu eins updaten und erneuern kann. Das ist ja auch eine Riesendebatte bei den Telefonen etc. Ich kann da ganz viele Module einbauen etc., aber wenn zum Beispiel irgendwann die Buchse nicht mehr passt, dann passt die Buchse halt nicht mehr, dann hilft mir auch nicht, wenn ich die Kamera austauschen kann, weil ich da vielleicht eine andere Innovation hatte, die ich noch nicht vorhergesehen habe. Ja, in einer innovationsgetriebenen Gesellschaft wird es immer auch Müll geben, immer auch Gegenstände, die man nicht mehr braucht. Insofern brauchen wir beides. Wir brauchen eine ressourceneffiziente Produktion, also Müllreduktion im Vorhinein. Wir brauchen gesellschaftlich einen anderen Umgang damit, was wir als Müll definieren. Also ab wann ist ein Gerät nicht mehr brauchbar, ab wann ist etwas kaputt, ab wann bin ich zu faul, es zu reparieren. Und wir brauchen eine Technologie, die für die Dinge, die dann wirklich endgültig nicht mehr brauchbar sind, sie wieder den Kreisläufen zuführen und sie dann aus dem Status des Gebrauchsmülls doch zum Materialrohstoff wieder umwandeln. Ich glaube, das sind die drei Punkte, die wir brauchen. Und in alle Bereiche müssen wir am Anfang investieren, weil es immer den Punkt geben wird, wo sie eigentlich ökonomisch sich noch nicht lohnen. Ja, also es lohnt sich noch nicht, diesen Strang extra Kompostierung für Bioplastik in einer industriellen Anlage herzustellen. Also entweder muss man da investieren oder wir als Konsumenten müssen investieren in ein an und für sich sinnvolles Produkt, das perspektivisch sinnvoll sein wird, aber jetzt vielleicht noch nicht sinnvoll ist. Entweder weil es noch zu teuer ist oder weil es noch nicht tatsächlich so genutzt wird, wie es genutzt werden könnte, oder weil es noch nicht alle Komfort-Attraktivitäten bietet wie ein Konkurrenzprodukt, was nicht so ökologisch sinnvoll ist wie dieses. Die Vision, die Sie gerade aufgebaut haben mit den drei Säulen, nenne ich die mal, finde ich sehr attraktiv. Gehen wir jetzt einen Schritt zurück zum Stand heute. Fakt ist, dass die Müllabfuhr, so wie wir sie kennen, ein sehr modernes Phänomen ist. Sie existiert erst seit 120 Jahren. Bewusst wird uns meist nur, wie wichtig die ist, wenn sie gerade streikt. Wir haben dazu ein Bild aus dem schönen Monnem aus Mannheim. Dort hat vor längerer Zeit die Müllabfuhr gestreikt. Und dann sah es so aus. Ich finde, das ist noch relativ geordnet. Ich könnte mir vorstellen, also ich kenne Bilder aus Neapel, da sah es noch ganz anders aus. Ich glaube, die haben ein bisschen länger gestreikt. Die haben länger gestreikt. Was uns aber dann, nachdem wir dieses Bild gesehen haben, was uns dann beschäftigt hat, war die Frage, wie viel Müll produzieren wir tatsächlich im Schnitt? Wir, Sie, die Sie hier sitzen. Deswegen möchte ich Sie gerne fragen, was meinen Sie, wie viel Müll produziert eine fünfköpfige Familie im Jahr? Sind das 230 Kilogramm, das wäre grün,
oder sind das 10-mal so viel, 2300 Kilogramm, das wäre rot. Bitte stimmen Sie ab. Und das Ergebnis ist, das ist wie auf einem bayerischen Parteitag. Alles rot? Beim letzten Mal habe ich nordkoreanisch gesagt, aber es sind schon ein paar Grüne dabei. Das war jetzt nicht politisch gemeint. Aber mehr als 10% grüne Karten habe ich nicht gesehen und sie liegen mit den 2300 Kilogramm absolut richtig. Es ist tatsächlich so, dass wir 450 Kilogramm ungefähr jeder an Müll produzieren. Mit Siedlungsmüll sind es, ich glaube, über 600 Kilogramm Müll. Das würde bedeuten, dass wenn wir knapp 500 Menschen in diesem Raum ein Jahr lang unseren Müll sparen würden und ihn hier deponieren, in diesem Raum, dann würden wir alle, wir haben eine Animation dazu vorbereitet, sehr aufwendig, gucken Sie sich das an, würden wir alle in einem Raum sein, der ungefähr so aussieht. Wir haben mit 1000 Quadratmetern Fläche gerechnet, es sind 2000 Kubikmeter Müll, die entstehen. Wir alle würden bedeckt werden von 2 Meter Müll. 300 Tonnen Müll insgesamt, die wir erzeugen. Vielleicht ein bisschen weniger, weil wir so viele Kompostierer unter uns haben, aber viel macht das nicht aus. So sieht es heute aus. Die Frage ist, wo könnte man am meisten sparen? Fragen wir doch mal Sie, Herr Beckmann, was meinen Sie von dem Müll? Also ich denke, man kann das meiste sparen, wenn man die Stränge, die ja da sind, auch konsequent nutzt. Also die Wertstoffe, das Glas wirklich trennt von allem anderen und dann auch noch Weißglas und Buntglas auseinandernimmt. Wenn man das Papier nicht doch irgendwo in den Restmüll reintut, wenn man die Chance hat zu kompostieren, vielleicht auch sogar dezentral. Vielleicht wäre das denkbar, in Wohnquartieren auch im Wurmkomposter zu haben, die von mehreren Bürgern genutzt werden. Also das wäre das Erste, was die Stränge entsprechend ausnutzt. Und das andere, da muss ich eingreifen. Das heißt, wenn wir konsequenter trennen würden, wäre der erste Schritt. Dafür bräuchte man vielleicht Kontrolle. Also sind Sie dafür, dass wir so Leute haben, die die Mülltonnen aufmachen? Gibt es ja schon in manchen Mietshäusern. Das da ist der Nachbar ja wahrscheinlich schon. Der Nachbar mit Taschenlampe. Und der kommt dann mit so einem Müllbeutel nach oben und sagt, du habest aber was neu geschmissen, was da nicht neu passt, gell? Mir ist das übrigens auch so gegangen, ich habe vor kurzem einen Müllsack aus der Papiertonne, da war Papier drin, aber im Plastiksack, wo ich dachte, so, wenn ich Papier schon sammeln, wollen wir nicht im Plastiksack. Und dann dachte ich schon, ich wusste, welcher das war, der Nachbar. Und ich wollte ihn schon ansprechen, dachte ich, ach komm, das ist doch so schlimm, jetzt machst du den Papier einfach das Papier raus aus diesem Plastiksack. Habe ich den Plastiksack aufgerissen und ihn ausgeschüttet in die Papiertonne, ohne zu wissen, dass jemand auch einen vollen Aschenbecher in den Papiermüller. Da hatte ich dann eine ganz tolle Wolke um mich und es war gut, dass der Nachbar an dem Tag nicht zu Hause war, weil ich ihn sonst angesprochen habe. Aber tatsächlich ist das eine Lösung, Müllpolizei? Nein. Ich denke, da erstens lernen, frühzeitig lernen, in der Schule schon das Lernen, von den Eltern das vorgelebt bekommen und vielleicht den Nachbarn, und da spreche ich durchaus aus Berliner Erfahrung, das ist ja nicht so geordnet wie in Bonn, ich mache ab und zu an unseren Wertstoff- und Müllraum mal einen Zettel und sage bestimmte Dinge, eben wenn das Buntglas überläuft, dann ist es eben im Weißglas drin und das ist nicht der Weg, der laufen sollte und das schreibe ich schon mal. Aber ich würde davon absehen. Herr Beckmann, das heißt, am Wochenende sitzen Sie im Recyclingkeller bei sich zu Hause, kontrollieren, ob die Nachbarn das Buntglas auch richtig sortiert haben und nicht ins Weißglas hinein. Und falls reines Zufall, dann schreiben Sie einen Zettel. Dann schreibe ich einen Zettel, ja. So. Aber nicht nach dem Wochenende. Wer kennt das? Wer hat schon mal Familienmitglieder oder den Nachbarn darauf hingewiesen, dass man da doch auch anders, besser sortieren könnte? Der bitte mit Grün antworten. Wer das sich noch nicht getraut hat, mit Rot. Sie stimmen gar nicht ab, Frau Decking. Ich habe gar keine Karte. Sie haben keine Karte? Was, haben Sie keine Karten von mir bekommen? Teilen Sie das mal aus. Ihre Meinung ist doch mindestens genauso wichtig. Auch das Präsidium darf beim Parteitag abstimmen. Einmal weitergeben. Also, wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Beckmann? Bei Ihnen wissen wir, es ist grün. Nochmal, sagen Sie bitte. Das ist mehr als die Hälfte, die auch schon mal, ich sage das jetzt mal ganz frei raus, als Blockwart agiert hat zu Hause. Ja. Gut, das ist eine Lösung. Und die zweite? Ich denke, die zweite Lösung ist, dass wir, wenn wir solche Wege
anreizen wollen, auch eben möglicherweise mit Gebühren anreizen, arbeiten und sagen, das ist der Weg, den wir wollen, der ist finanziell attraktiver als das, was wir nicht wollen. Und das Zweite, was tatsächlich auch, glaube ich, viele Bürger tun, überlegen, ob das, was sie nicht mehr in Nutzung behalten wollen, ob nicht andere das in Nutzung nehmen wollen. Das geht bei der Kleidung los, das ist bei den Möbeln so Ich denke, das ist ein guter Weg, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Wie funktioniert das denn bei Ihnen? Genau, das ist ja Ihr Ansatz. Jemand sagt, das ist für mich Müll, aber für jemand anderen hat das noch einen viel höheren Wert. Wie bringen Sie diese beiden Menschen zusammen? Na, also zum einen versuchen wir eben geeignete Partner zu gewinnen für die Bereitstellung von Materialien. Das sind eben viel Dienstleistungsunternehmen, wo Sachen anfallen, weil sie nur sehr kurzzeitig in der Nutzung sind. Was ist das für ein Unternehmen? Ja, das ist zum Beispiel Grafikbüros, Messe, Bauunternehmen, also viel Filmbau, viel eben Betriebe, wo für einmalige, kurzzeitige Nutzung ein hoher materieller Aufwand betrieben werden muss. Zum Beispiel ein Messestand? Genau. Okay. Und dann haben Sie den Geber, jetzt brauchen wir noch den Abnehmer. Das ist dann der schwierigere Teil und das liegt eben einfach daran, wir haben es ja schon gehört jetzt, wir haben deutlich mehr Müll, als wir so verarbeiten können. Und das hat mit, ich möchte mal sagen, mit verschiedenen Aspekten zu tun. Zum einen sind wir eben leider eine sehr zentrale Struktur in Berlin mit diesem Unternehmen zur Weitergabe von Materialien. Es ist eben nicht so, dass das in jedem Bezirk schnell erreichbar ist, wie der Baumarkt oder der IKEA. Und bei den eben externalisierten Kosten auf Neumaterialien können wir nicht über den Preisnachlass, den wir natürlich bieten, also wir versuchen es ungefähr beim Drittel vom Neuwert, die Materialien weiterzugeben, das ist einfach nicht attraktiv, wenn ich dafür einen zeitlichen Aufwand habe, nämlich durch die Stadt muss. Aber dann kommt natürlich auch noch dazu, dass ich sage mal in Anführungsstrichen Risiko, wenn man jetzt also grundsätzlich davon nicht so eine offene Herangehensweise in der Gestaltung hat, dass man sagt, ich benutze das, was da ist, sondern wenn man, wie das ja häufig, also da kommen wir bestimmt auch noch zu, das Ganze ist ja wirklich auch ein Problem von, wie wird eigentlich heute Produktdesign betrieben, ne? Also wenn man eben nicht diese Offenheit hat, dann ist man enttäuscht von unserem Sortiment, weil das wechselt dauernd und es ist eben halt das da, was jetzt gerade irgendwo aus der Nutzung gefallen ist. Beim Design des Produkts, da habe ich es hier schon zucken hören, rechts neben mir, weil ich mir vorstellen kann, Frau Deckin, Sie ärgern sich wahrscheinlich maßlos über Produzenten von Verpackungen, die schlecht recycelbar sind, oder? Ja, nicht wir selber direkt, aber ich persönlich schon, weil ich finde, dass man Produkte so herstellen sollte, dass sie auch wirklich gut recycelbar sind. Welche Produkte sind denn bei Ihnen ganz oben auf der Liste, wo Sie gerne mal einen Besuch abstatten würden mit Müll aus der eigenen Anlage für den Briefkasten? Also das sind auf jeden Fall Kartonagen, alles was Tetrapack sind. Weil die dann diesen Plastikverschluss haben, der so praktisch ist? Nein, der Plastikverschluss ist überhaupt nicht das Problem, sondern das sind verschiedene Lagen, die ineinander verschmolzen sind. Das ist Pappe mit Plastik oder noch schlimmer ist, wenn zwei verschiedene Plastiksorten miteinander verschmolzen werden, die können sie gar nicht mehr recyceln. Das geht gar nicht mehr. Und das sind eigentlich die Produkte, die im Grunde genommen verboten gehörten. Was machen Sie denn mit Tetrapacks oder Elopacks? Die werden kleingeschnetzelt und gehen in die Verbrennung. Da hat man keine Chance, auch mit der besten Technik, vielleicht 2100 also, statt ohne Müll, haben wir irgendeine Chance, da aus was draus zu machen? Dann müsste sich in der Herstellung der Produkte etwas verändern. Heute ist es so, alles, was Sie in der gelben Tonne sammeln, davon gehen erstmal 30% per se als Restmüll weg, weil sie gar nicht in die gelbe Tonne gehören. 30% gehen in die Verbrennung als Ersatzbrennstoff, also es ist im Grunde genommen das Gleiche wie vorher auch. Und die restlichen 30% werden wirklich recycelt, wieder zu neuen Produkten gemacht. Aber auch das ist heute sehr, sehr schwierig, weil wir in der, im Recycling, in der Herstellung noch nicht so weit sind. Also Sie haben zum Beispiel das Problem, wenn Sie eine Dose, eine Plastikdose hatten, in der vorher Fisch war und Sie recyceln die wieder, dann riecht der neue Kunststoff nach Fisch. Oder Sie haben natürlich auch Hygieneprobleme. Wer will schon eine Klobürste nachher als Zahnbürste haben? Umgekehrt ging es. Das sieht man aber dann an den farbigen Borsten. Nein, Entschuldigung. Aber wir reden jetzt,
da steht 2030, ne? Aber gucken wir mal fiktiv in die Zukunft. Was meinen Sie, wird in den nächsten Jahrzehnten an Entwicklung möglich sein, dass wir noch besser recyceln können in Deutschland? Also da habe ich ganz große Bedenken, weil wenn ich mir jetzt ansehe, wie das neue Wertstoffgesetz werden soll, wir haben heute schon die Auseinandersetzung, dass zum Beispiel bei der Wimperntusche, dieses kleine Kartusche, wo die Tusche drin ist, gehört zu den Verpackungen. Und dieser Kopf mit dem Bürstchen, der gehört in den Restmüll. Das ist dieses Teebeutelproblem, wo man nicht weiß, sollte man die Klammer abziehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das auch wirklich richtig trennt. Da machen wir jetzt die Frage. Wer? Und ich bitte auch die Männer zu antworten. Mehr Männer, als man denkt, benutzen Wimperntusche. Also den Griff oder die Kapsel ist Verpackung. Nein. Bürste ist... Ja, genau. Also dieses Typchen, diese Verpackung? Röhre ist Verpackung. Bürste ist Restmüll. Genau. Wer trennt das... So, Bürste. Wer trennt das so grün, bitte? Ich nicht. Und wieder was gelernt heute Abend. Ja? Moment, haben wir eine grüne Karte? Sie da oben! Ich komme, jetzt haben Sie Pech gehabt. Ja, ja. Yes. Zu Ihnen komme ich. Ich möchte wissen, woher Sie das gewusst haben, dass die Bürste in den Restmüll kommt. Wo sind Sie hier? Lassen Sie mich einmal durch. So. Sagen Sie uns ganz kurz, wie Sie heißen. Ja, mein Name ist Lara Schneeberger. Und Sie haben gar keine Wimperntusche drauf? Heute nicht. Und woher wissen Sie, dass man es so trennt? Galileo TV war es mal. Das sind ja bei Galileo so gesehen? Absolut. Sie kriegen einen Szenenapplaus, bitteschön. Unglaublich, toll. Was ist mit den Kaffeekapseln? Kaffeekapseln sind auch nicht verwertbar, weil sie sind einfach zu klein. Die fallen durch das Sieb durch. Und das Problem ist, dass das Gesetz, was dieses eigentlich ändern soll, dass wir eben nicht mehr nur Verpackungen in die Tonne werfen, sondern eben auch Produkte aus Kunststoff und Metall, das jetzt weitertreibt. Also das heißt, wir sprechen jetzt demnächst nicht mehr nur über Verpackungen, wie sie getrennt werden sollen, sondern auch über Produkte. Und dann gehen diese Fragen gehen jetzt weiter. Also das, was jetzt vorgelegt worden ist, ist eben nicht der große Wurf, ist nicht die große Vision. Das heißt, Sie kriegen Beipackzettel demnächst, wenn Sie was kaufen, wie Sie es zu entsorgen haben. Genau, genau. Und vor allen Dingen müssen Sie den Müll wiegen, bevor Sie ihn reinwerfen. Weil wenn er mehr als 5 Kilo wiegt, gehört er nicht in die Wertstofftonne. Oh je, meine. Wer hatte die Idee zu dieser Veranstaltung? Herr Boris, Sie haben sich jetzt schon so lange gemeldet, jetzt müssen wir Sie dran nehmen, bevor wir nicht gerecht werden. Ich glaube, wir müssen auch ehrlich sein. Und dazu gehören, glaube ich, 2 Punkte. Der eine Punkt ist, wir haben jetzt gerade sehr viel über Effizienzsteigerung gesprochen. Mhm. Das ist toll, habe ich ja vorhin auch als einen der 3 Punkte benannt. Aber dieses Denken nach Effizienzsteigerung ist ein Denken, was den ganzen Müll erst produziert hat. Weil innerhalb einer bestimmten systemischen Logik ist es halt effizient, das Tetrapack so zu machen, wie man es macht. Und innerhalb einer bestimmten Logik ist es effizient, und kostensparend bzw. gewinnsteigernd Kaffee in diesen kleinen Verpackungen zu verpacken. Und wir werden mit der Logik der Effizienzsteigerung die Probleme, die die Logik der Effizienzsteigerung hervorgebracht hat, nicht alleine lösen können. Und zu der Ehrlichkeit gehört, dass Müll effizient ist und dass Recycling und Müll einsparen unglaublich mühselig und zeitraubend. Wer von Ihnen, Farbe ist mir egal, hat gestopfte Strümpfe an oder stopft seine Strümpfe regelmäßig? Ich verspreche Ihnen, ich spreche Sie nicht an, auch wenn Sie jetzt grün zeigen. Ja? Also, wer hat gestopfte Strümpfe an? Ich nicht. Oder stopft. So. Oder stopft regelmäßig. So, das sind ja einige. Handwerklich Begabte. Jetzt machen wir die Steigerung, weil die Strümpfe sieht man ja immer nicht, das können Sie jetzt ja gut und gerne behaupten. Wer hat einen sichtbaren Flicken? Einen sichtbaren Flicken? Auf dem Knie, zwischen den Beinen vom Fahrradfahren, am Ellenbogen, vom Schreibtisch sitzen. Ja. So, und das waren jetzt nur ganz einfache Beispiele. Und wir alle kennen, glaube ich, noch die Bilder aus der Nachkriegszeit, auch in Deutschland. Herr von Beuys, bevor wir uns da machen Sie doch nochmal eine Vertiefung. Ja, weil hier, also diese Dame hier hat aufgezeigt, wie ist Ihr Name? Anna Marabito. Darf ich Ihren Flicken sehen? Nein, der ist im Schritt. Oh! Herr von Beuys hat gesagt, sichtbar, ja? Jetzt bin ich hier in die Falle getappt. Ich gehe jetzt zu dieser Dame hier drüben. Und am Ellenbogen, aber die sind modisch. Aber das ist modisch abgestimmt.
Trotzdem sehr fein beobachtet, vielen Dank. Wir haben aber hier noch eine junge Dame gehabt und ich hoffe, da ist es keine gestopfte Unterhose, sondern eine ehemalige Laufmasche. Ja. Wer hat das gestopft? Ich. Selbst? Ja. Das gibt auch einen Szenenapplaus, genauso wie für den Schlüpfer. Ja. Nun, aber der Punkt, den sie machen wollte, in den 40er Jahren nach dem Krieg wurde aus Fallschirmseide Kleider genäht, da wurden Strümpfe gestopft. Ja, auch noch sozusagen viel grundsätzlicher. Wir alle kennen die Bilder, wie bei den Trümmern die Backsteine wieder freigeschlagen wurden, um neue Häuser zu bauen. Würden wir heute nie machen. Das ist sozusagen, Bauschutt ist Müll und macht, ich glaube, ein Drittel bis zum Viertel dieses Raumvolumens dann aus, die wir hier vorhin ausgerechnet haben. Und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, zu den Phänomenen, dass je ärmer eine Gesellschaft ist, desto höher ist ihre Recyclingquote. Und nicht ohne Grund landet unser Elektromüll dann irgendwo in Afrika auf Müll kommen und wird dort unter sehr unwürdigen Bedingungen recycelt, weil das, was für uns keinen Wert mehr hat, dort keinen Wert mehr hat. Also die Frage nach Müll ist mit sozialer Ungleichheit verknüpft und mit Zeitkontingenten, die wir für andere Dinge verwenden wollen. Und ich glaube, das darf man nicht ganz außer Acht lassen, weil das toll ist, wenn wir noch irgendwie Siebgrößen verändern, Recyclingformen optimieren. Das ist ein Punkt, aber die andere große Frage ist, welchen Wert messen wir welchen Tätigkeiten und welchen Dingen zu? Und das ist, glaube ich, auch eine ganz zentrale Frage, wenn wir uns über Müll unterhalten wollen und uns fragen, was Müll überhaupt ist und wie wir ihn entmüllen. Und wenn Sie recht haben, Herr von Borries, dann heißt das, dass wir in Deutschland, einem sehr reichen Land, sehr viel Müll produzieren. Nehmen wir mal Vergleichsländer, die ähnlich, aber vielleicht nicht ganz so reich sind. Nehmen wir mal die Europäische Union. Wenn Sie glauben, dass Deutschland unter den Top 3 Müllproduzenten pro Kopf in der Europäischen Union zu finden ist, dann zeigen Sie bitte grün. Wenn Sie glauben, nein, wir verbrauchen weniger, wir sind da besser im Vergleich im Europäischen, dann zeigen Sie rot. Wer glaubt an Top 3 grün, wer glaubt drunter rot? Hausmüll oder Gesamtmüll? Oh, bitte? Hausmüll oder Gesamtmüll? Hausmüll. Was können wir tun? Hausmüll haben wir weniger. Mikro zur Seite. Dankeschön. Und diejenigen, die grün zeigen, liegen richtig. Deutschland liegt am Platz Nummer 3 pro Kopf Hausmüllproduzenten. Und es steigt tatsächlich stetig, unter anderem durch den Onlinehandel, der viel Verpackung produziert. Also das, was Herr Borries, also zumindest von dieser Zahl müsste man Ihnen recht geben. Heißt, nicht Stadt ohne Müll, sondern vielleicht Stadt mit mehr Müll 2030, Frau Vosse? Könnte das sein? Das ist zu befürchten, weil ich finde das so interessant, dass Sie immer sagen, Müll produzieren. Also letztendlich ist es so, der Müll wird ja in den Betrieben, in den Industrien produziert und wir nehmen ihn dann als Müll von morgen, wir nehmen ihn dann mit nach Hause, benutzen ihn für eine auch vorgegebene kurze Dauer und ja, dann ist ja da das Ende. Das geht ja auch nicht weiter, das hatten wir ja schon. Es beginnt ja eben keine ausreichend auf die auch jetzt eben Vielfalt dieses Warenangebots abgestimmten, sagen wir mal eben nicht Entsorgungssysteme, sondern Weiterverwertungs- und Wertsetzungssysteme, das wird einem ja auch nicht angeboten. Ne? Ja. Und zu diesem Thema, ich denke auch, wir reden sowieso ein bisschen viel über Recycling, also eine Stadt ohne Müll werden wir nicht hinkriegen, wenn wir da erst anfangen, sondern es muss ja da schon vorne ansetzen. Ne? Und es ist auch nicht der Hausmüll, der den Löwenanteil des Mülls ausmacht. Also das ist der Bauschutt, hatten wir gehört, ein Drittel, wenn die Zahl richtig ist, ja? Ungefähr? Was meinen Sie? Auch in der Produktion entsteht natürlich, also was ein Auto angeht, was da an Müll entsteht, das ist ja nicht das Auto, was ich hinterher irgendwie, da kann ich so einen Klumpen draus machen. Ne? Je nach Marke ist das ganze Auto Müll. Ja. Entschuldigung. Und dann möchte ich auch noch mal kurz anknüpfen an dieses Thema, also diese Strategien der Reparatur, das ist toll und das befördern wir auch mit diesen Repair-Cafés, aber es ist auch wieder das Problem wird an das letzte Glied der Kette, den Nutzer dann der Produkte ausgelagert und eigentlich wünsche ich mir eben Produkte ganz einfach, die nicht irgendwie einer, also ich habe früher Strümpfe gestopft, ich habe es aufgegeben, weil die Socken, irgendwas wird mit dieser Baumwolle gemacht, dass diese Socken wirklich, also die halten einfach dreimal tragen. Also ich möchte einfach Produkte, die ich nicht alle Monate reparieren muss.
Das ist ein Statement. Herr Beckmann, Sie haben also schon gewunken. Nur wenn wir über 2030 reden, dann haben wir ja doch Optionen, das mitzugestalten. Ja, und ich nehme das an dem Beispiel, wenn die Wertstoffgesetzgebung kontraproduktiv ist, dann müssten doch alle aus der Fachcommunity und hier im Saal aufheulen und sagen, Leute, da geht was schief, was eher das erschwert. So, und wenn wir das mal auf andere Begrifflichkeiten bringen, ich denke, dieser Vermeidungsgesichtspunkt ist ein ganz zentraler, eben nicht die Frage, ob wir nicht eben denjenigen honorieren, der Strümpfe produziert, die eben nicht nur drei Wäschen und dreimal Tragen halten, sondern die eben von mir aus ein Jahr oder auch länger halten. Das sind doch, glaube ich, die Dinge, wo wir wirklich auch ansetzen können. Dann sind wir vielleicht nicht bei 2030 bei einer Stadt ohne Müll, sondern 2050 bei einer Stadt, die deutlich weniger Müll hat und wo das, was eben halt tatsächlich dann als Abfall insgesamt definiert wird, wieder gezielt auch genutzt werden kann, weil es getrennt ist. Genau dafür haben wir ein Beispiel vorbereitet. Ruben, wenn du uns so einmal das Bild von dem verpackungsfreien Supermarkt zeigst, Freikost heißt der, ist in Bonn-Düster, vielleicht hat jemand schon mal von Ihnen dort eingekauft. Dort kann man tatsächlich, wie Sie sehen, die Dinge, die es zu erwerben gibt, ohne Verpackung kaufen, auch wenn da in der Mitte die Papiertüte hängt. Aber man darf sich Boxen ausleihen, und es etwa da abfüllen oder man bringt ein Einmachglas mit und füllt es dort hinein, ist ein großer Trend. Wer hat da schon mal eingekauft? Grün und rot wer noch nicht? Ja, jetzt schämen Sie sich aber bitte. Ja? Also da war ich mit dem Kompost aber viel zufriedener. Der Trend ist auch in Berlin groß. Es gibt immer mehr Städte, die so etwas anbieten. Teil der Lösung, Herr Beckmann? Ich denke, wir müssen Lösungen suchen, die viele Bausteine beinhalten. Und diese das könnte Bausteine, ein klitzekleiner das sein. Das kann ein klitzekleiner sein. Hygiene, also die Amerikaner würden ja vielleicht, wobei in Amerika gibt es das auch, habe ich in New York vor kurzem erfahren durch eine Reportage, gibt es solche Läden auch vielleicht? Ich denke, die Hygiene ist gar nicht das Problem, wenn man Schüttvorrichtungen an den jetzt vor Ort Gefäßen hat, die es ermöglichen, dass ich in mein Gefäß einfüllen kann, dass ich vorher das Gefäß mit seinem Gewicht messe und dann hinterher mit der Beladung durch das Gut messe, das lässt sich meines Erachtens durchaus machen. Ich muss ein bisschen mehr nach Hause schleppen, aber warum eigentlich nicht? Wenn sich das durchsetzt, dann gibt es gar keine Entsorgungsbetriebe irgendwann mal wieder zu Hause. Sind die arbeitslos. Da habe ich keine Bedenken. Nee. Ja. Nein. Es wird weiterhin Entsorgungsbetriebe geben. Machen wir es komplizierter. Ein wenig Nudeln einzukaufen in einem mitgebrachten Gefäß, das stelle ich mir machbar vor. Und einige haben es ja auch schon getan, ich selbst noch nicht, aber ich glaube, das ist ein Schritt, den könnte man hinkriegen. Nehmen wir aber jetzt ein Gerät, was vielleicht im Repair-Café wiederhergestellt wird, ein Handy, was aus 25 oder noch mehr unterschiedlichen Rohstoffen besteht. Schwierig zu recyceln, weil man sich entscheiden muss, holen wir das Gold raus, Silber, Kupfer. Aber alles kann ich nicht rausholen. Wir haben doch auch ein Bild vom Repair-Café. Was machen Sie mit elektronischen Sachen, um sie wirklich nochmal nutzbar zu machen, die vielleicht aber auch so gebaut sind, wie ein Handy mit einem fest eingebauten Akku, dass man sie eigentlich nicht länger nutzen kann, Frau Fosse. Ein Handy mit einem fest eingebauten Akku, der nicht mehr funktioniert, kann man dann nur noch an eine dieser Einrichtungen geben, die Handys sammeln und wo dann die Bestandteile defragmentiert. Also da haben Sie auch keine Chance. Und was hat denn noch eine Chance bei Ihnen? Also viel Haushaltselektrik, das Toaster, wird ganz viel Fritteuse. Gebracht, genau, das sind häufig dann wirklich nur kleine Fehler, dass ein Kabellose ist, dass es irgendwo einen Wackelkontakt hat. Manchmal sind es auch mechanische Probleme mit irgendeinem Schalterhebel, mit irgendeinem Einrastmechanismus oder sowas. Das wird viel gebracht und das wird auch häufig erfolgreich repariert. Und es ist ja wirklich auch, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, es geht ja wirklich auch nicht darum, mit diesen Repair-Cafés diese Produktverantwortung an den Endverbraucher auszulagern, sondern es geht ja darum, das ist ja auch wirklich ganz erfolgreich, das ist ja eine Bewegung, die einfach diesem Problem viel Sichtbarkeit verschafft hat. Und es entstehen da ja nun wirklich auch eben in der Industrie oder also bei den Herstellern entsteht da jetzt ja einfach einen Druck, einen Bedarf, darauf zu reagieren. Zum einen, indem Geräte wieder überhaupt reparierbar werden, also sprich Gehäuse öffnen. Also das Problem, wer war schon mal bei einem Repair-Café? Bitte mal Grün ja, anzeigen. Rot nein. Repair-Café?
Es gibt diese berühmten Schrauben mit dem dreieckigen Schlitz, für die niemand einen Schraubenzieher hat. So ist es. Also in den Repair-Cafés haben wir das natürlich. Ja. Also es ist eben so, dass man mit herkömmlichen Werkzeugen gar nicht mehr die Gehäuse öffnen kann. Ja. Ne? Und dass man eben für die Produkte dann die Ersatzteile nicht mehr bekommt oder nur zu Kosten und Wartezeiten, wo man natürlich ganz schnell dann bei diesen, wie heißen die alle, Saturn, keine Ahnung, MediaPoint, auch reinmarschiert ist und einfach wieder das neue... vor allem, wenn es nur 10 Euro kostet oder 20. Radio für 10 Euro rausgetragen hat. Dann lassen Sie uns an dieser Stelle kurz zusammenfassen. Wir haben, wenn wir in die Zukunft gucken, mehrere Aspekte betrachtet. Einmal war es ein verändertes Verhalten, was wir brauchen. Stichwort vielleicht einkaufen mit weniger Müll, länger benutzen. Das geht ja beim Handy auch. Man muss ja nicht immer das Neueste haben. Vielleicht ist es ja sogar cool, irgendwann noch ein altes Nokia. Wer hat denn noch so ein richtig altes Nokia-Handy? Erste Generation. Hier vorne, das gucken wir uns einmal an. Sehr gut. Also auch das ist die Möglichkeit, das lange zu benutzen. Was sagen deine, oh, das kann man auch aufschieben. Gucken Sie sich das mal an. Ja, super. Wie ist dein Name? Robert. Robert, was sagen deine, wie alt bist du? Ich bin 20. Was sagen deine Kollegen an der Uni-Ausbildung oder in der Schule, wenn sie sehen, wie du dein Handy aufklappst, was Stand der Technik, ich sage 2005, modern war? Hatte ich heute erst wieder. Ich habe es rausgeholt und dann gibt es erst so die Reaktion, da wird so ein bisschen gelacht und gekichert und... man ist aber irgendwo auch cool auf eine Art wieder, ja. Robert, in unseren Augen bist du sehr cool, wobei, dass der Akku dann wahrscheinlich eine Woche hält, weil man ja nicht so viel damit, ne, ins Internet und so weiter, das ist wirklich sehr cool, das stimmt ja. Also, wir waren bei dem Punkt, Müll vermeiden, Sachen länger benutzen, vielleicht auch, weil es cool ist oder gar nicht notwendig ist, das Allerneueste zu haben, technische Entwicklung, um besser zu recyceln, Gesetzgebung, die es ermöglicht, habe ich noch eine Säule vergessen, wertigere Produkte herstellen und einfordern, vielleicht beim Kauf auch den ein oder anderen Euro mehr ausgeben, in der Hoffnung, dass es aus Edelstahl länger hält, als wenn ich das Plastikgerät kaufe. Und dann haben wir 2100 die müllfreie Stadt, ja oder nein? Müllarm. Müllarm. Ja. Einigen wir uns darauf. Lassen Sie uns hier einen kurzen Schnitt machen. Ich dachte, wenn wir diese vielen Sachen, die Sie reparieren oder dann an den Nächsten weitergeben, durch die Stadt fahren, entsteht Stau. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Weil wir ja auch heute drüber sprechen möchten, ist das eine wunderbare Vision für eine Stadt 2020, 30 oder später. Eine Stadt ohne Stau. Vielleicht ist das sogar noch viel schwieriger als eine Stadt ohne Müll. Oder ich habe Herrn Beckmann vorhin in den Mund gelegt, eine Stadt ohne Stau ist ein Dorf. Hat er nie gesagt. Ich würde gerne die Bonner fragen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie es noch erleben werden, dass es in Bonn so gut wie keinen Stau gibt? Grün ja, rot nein. Das Interessante ist, dass das Durchmischungsverhältnis bei Ihnen, ich würde sagen, eine leichte Mehrheit für Nein, egal ob Sie 20 Jahre alt sind wie Robert oder etwas älter wie die Generation, die noch geflickte Schlüpfer hat, Sie wirken so jung, dass ich Ihnen das nicht zugetraut hätte, Entschuldigung. Aber das Abstimmungsverhalten ist absolut gleich, wobei da ja 20 Jahre dazwischen sind, 40 kommt hin, ne? Und das finde ich wiederum verwunderlich. Ich mache hier die Frage. Frau Voss, können Sie sich vorstellen, eine Stadt ohne Stau? Also ich fahre an dem Stau sowieso vorbei, es stinkt dann nur mehr. Und Autos, wenn sie stehen, finde ich super. Die sollten dann nur auch den Motor aushaben. Sehr gut. Und Szenenablass. Herr Beckmann, eine Stadt wie Bonn ohne Stau, vorstellbar? Ich kann es mir vorstellen, vielleicht auch deswegen, weil ich in der Thematik etwas besser drin bin, aktueller drin bin als im Müll. Und weil ich denke, es gibt durchaus weltweit Städte, die zumindest auf diesem Weg sind mit weniger Stau. Oh, haben Sie ein Positivbeispiel? Köln wird es nicht sein, ne? Nee, nicht unbedingt. Und Bonn kann ich nicht genügend beurteilen. Aber ja, wenn man in Europa ein bisschen rumguckt, also den Kopenhagenern würde ich das eher zutrauen, die sie ja sehr stark auf den Radverkehr setzen. Ich würde den Zürichern das zutrauen, die ja ein integriertes Verkehrssystem haben, was aber weniger Autoverkehr ganz gezielt eben anstrebt. Also insofern, das kann ich mir durchaus vorstellen.
sagen wir mal, mit weniger Stau, wenn Sie irgendwo eine Störungssituation durch einen Unfall oder sowas haben, wird das auch kommen. Oder wo die Feuerwehr steht, dann wird es auch da Stau geben. Aber ich bin da ganz optimistisch. Nun, ich sehe auch kontraproduktive Entwicklung. Da auch gleich zu, aber erst noch mal zu den Erfolgskriterien. Bei Kopenhagen haben Sie gesagt, wir setzen aufs Fahrrad, also breite Fahrradwege. Noch etwas? Gibt es da eine Maut in der Innenstadt? Nein, hat Kopenhagen nicht, aber Stockholm hat es zum Beispiel. Also ich denke auch da, was wir vorhin beim Abfall gesagt haben, in die Richtung wird es am stabilsten gehen, wenn wir verschiedenste Maßnahmen ansetzen. Wenn wir also eben tatsächlich auch versuchen, Verkehr zu vermeiden. Und das setzt letztlich schon bei der Siedlung an. Wenn ich also die Möglichkeit habe, meine Dinge von mir aus jetzt auch die Dinge, die gesammelt werden und weitergegeben werden sollen, in der Recycling, in der Nutzungskette, wenn ich die ortsnah abgeben kann. Wenn ich auch noch eine Versorgung ortsnah habe. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist natürlich, wenn ich die Dinge nutze, dass ich einen attraktiven ÖPNV, einen attraktiven nicht motorisierten Verkehr, dazu gehören insbesondere auch die Fußgänger in vielen Städten, aber natürlich auch die Fahrradfahrer habe. Und wenn ich dann auch den Mut habe, im Sinne von Push auch den Autoverkehr kritisch zu behandeln, nämlich nicht überall zuzulassen und nicht überall kostenfrei, da sind wir bei der Maut, zuzulassen. Also ist die autounfreundliche Stadt die Stadt ohne Stau? Na, die Stadt, die verschiedenen Verkehrsbedürfnisse abdeckt und das mit allen Verkehrsmitteln. Da gibt es ja so einen neuen modischen Begriff, das ist letztlich, man ist multimodal unterwegs. Multimodal. Vielleicht haben Sie ja. das Auto auch und nutzen es für ganz bestimmte Wege. Moment, Herr Beckmann. Wenn man ab und zu Fuß geht, mit dem Fahrrad fährt, mal ein Taxi benutzt und im Bus unterwegs, ist man multimodal unterwegs. Und wenn Sie auf dem Weg, um es noch kompliziert zu machen, wenn Sie auf dem Weg das Verkehrsmittel wechseln, weil Sie zum Beispiel mit dem E-Bike zu einer großen ÖV-Haltestelle fahren, das da abstellen und dann mit dem ÖV weiterfahren und Ihr altes Schrottrad dann in Berlin-Mitte auspacken an der Haltestelle und damit weiterfahren, dann sind Sie intermodal unterwegs. Aber die Menschen... Reicht das schon, wenn ich zur Bushaltestelle laufe und dann intermodal? Mache ich schon. Ja, und da sind die Menschen auch viel klüger als wir. Ich komme ja auch aus der Verkehrsforschung eigentlich, als wir lange gemeint haben. Wir haben uns einen Tag angeguckt und da sah das immer so aus, als ob die Leute entweder nur Auto fahren, ein paar wenige nur ÖV fahren, ein paar noch weniger damals mit dem Fahrrad fahren. Wenn man sie ein bisschen länger über eine Woche anguckt, stellt man auf einmal fest, die Menschen in vielen Städten sind viel intelligenter, als wir denken. Sie nutzen nämlich in der einzelnen Situation unterschiedliche Verkehrsmittel. Naja, weil montags stehen sie im Stau, dann sagen sich jetzt nämlich dienstags so weit geht das Lernen in der U-Bahn haben nicht. Sie keinen Sitzplatz, das war so unangenehm, am nächsten Tag das Fahrrad, dann merken Sie, es wird kalt und regnet und dann nehmen Sie am Donnerstag wieder das Auto. Gut, so kurze Lernzyklen haben wir meistens nicht, aber wir lernen schon ein bisschen länger und ich will das, weil ich Zürich genannt habe, noch ein bisschen weiter treiben. Zürich hat seit langen Jahren eine sehr konsequente Verkehrspolitik, die den ÖV stärkt, aber nicht nur einen hochwertigen, modernen, sondern da die Tram, die da unterwegs ist, hat durchaus sehr altes Erscheinungsbild. Ist aber da, aller 300 Meter eine Haltestelle. Und sie haben aber gleichzeitig gesagt, wir wollen nicht mehr für den Autoverkehr ausbauen. Und das war so die Situation vor, ich glaube jetzt 4 Jahren, da haben die Bürger gesagt, wir wollen aber ein bestimmtes Ziel formulieren. Wir wollen nämlich, dass von den Züricher Bürgern, ich rede jetzt nicht vom Umland, da sieht es dann ein bisschen anders aus, von den Züricher Bürgern 80% der Wege mit dem Umweltverbund zurückgelegt werden. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV, mit Mischform, Sharingform und dergleichen mehr. Und das haben die Bürger über einen Volksentscheid beschlossen. Das kann ich mir in vielen deutschen Städten nur schwerlich vorstellen, um nicht Wolfsburg als Beispiel zu nehmen, da gar nicht, grundsätzlich nicht und im Augenblick nicht. Ich kann es nur aus dem eigenen Beispiel sagen. Ich habe lange in Karlsruhe gearbeitet und Karlsruhe ist ja eine Stadt, die einen sehr guten öffentlichen Nahverkehr hat, der in die Region hineinfährt. Und war dann in Braunschweig tätig und da auch verantwortlich tätig mit für die Verkehrspolitik. Während in Karlsruhe aus unserem kleinen Dörfchen standen alle am Samstag an der Endhaltestelle der Straßenbahn und man ist gemeinsam mit der Straßenbahn in die Stadt gegangen und hat eingekauft, vielleicht auch noch irgendwas, einen Kaffee getrunken oder sowas. In Braunschweig sah das anders aus. Da stand man rechts, das war aber nur ein Bus, an der Bushaltestelle. Und die Leute, die vorbeifuhren, die guckten alle ganz demonstrativ nach links.
Ich habe immer gefragt, warum gucken die nach links? Wahrscheinlich haben die alle gedacht, der fährt mit dem ÖV, weil sie ihm den Führerschein weggenommen haben. Also ich will damit nur sagen, dass da so ein Bewusstsein, ein lokales Bewusstsein, Mobilitätsverständnis oder Mobilitätskultur eine ganz große Rolle spielt. Und da ist Zürich weit vorweg. Um das zu stärken, möchten wir Ihnen ein Bild zeigen. Wir haben uns überlegt, was passiert, wenn wir vergleichen, wie viel Platz nimmt es ein, wenn Menschen mit einem Bus unterwegs sind oder mit dem Auto rum, vielleicht kannst du das einmal zeigen. Genau, einfach, dass man eine Vorstellung davon hat, wie groß der Unterschied ist zwischen Bus, Fahrrad und Auto. Das ist der Flächenverbrauch von, ich glaube, da sitzt in jedem Auto nur eine Person, da muss man fairerweise sagen, der Schnitt in Deutschland ist höher, es sind 1,1 Person, die im Auto sitzen. Aber ich glaube, sehr sichtbar, was passiert, wenn alle Leute mit dem Auto unterwegs wären. Ein schönes Beispiel dafür haben wir nicht von der A3, sondern vergleichbar aus China Ihnen mitgebracht. Eine kleine Aufnahme aus der Vogelperspektive, wo doch der ein oder andere noch kein Angebot hat, mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs zu sein. Tatsächlich ist es kein, also die Autos sind in Bewegung, man sieht es nur nicht. Am Ende kann man sehen, wo sie sich dann hinbewegen. Ich weiß nicht, ob es 40 Spuren sind, aber nach dieser Mautstelle verengt sich's dann. Das ist so ein bisschen, also es erinnert mich an die A1 Leverkusener Kreuz, kurz vor der Rheinbrücke. Da haben wir das gleiche Tempo ungefähr. Da hat man dann auch Angst, geblitzt zu werden, deswegen reizt man die 60 nicht aus. Da sind 24 Blitzer auf der Brücke. Und dieser Smog dazu. Und der Smog dazu, ja klar, weil ja ab und zu bewegt sich. Also das wäre das Beispiel aus China. Und Ihr Beispiel ist ja schön, ja. Weil auf der Gegenrichtung war die Straße völlig frei. Ja. Das ist mein Argument, dass man auch über die Raumstruktur nachdenken muss und deren Nutzung. So typische Beispiele sind, dass alle Schulbeginnzeiten ja fast identisch sind, was jeden öffentlichen Nahverkehr eigentlich gilt in seiner Bedienung, gerade im ländlichen Raum, wenn er also die einzelnen Schulen versucht anzufahren. Da muss er viele Busse haben, kleine oder große, und es funktioniert trotzdem nicht vernünftig, keine gute Qualität. Da muss man drüber reden. Aber da reden Sie mal mit Lehrern oder auch mit Eltern drüber. Oder Hausmeistern. Ja, oder Hausmeistern. Gibt es mehrere. Ja, oder den städtischen Betrieben, die Busse stellen müssen, Busunternehmer. Wir könnten uns ja auch Homeoffice für Schüler vorstellen. Wir haben viele Schüler hier. Hier. Zeigt mal auf, wo ihr seid. Alle Schüler, die jetzt gerade aktuell oder kurz noch, Robert, du zählst auch noch, mit 20 bist du fast noch Schüler. Wer kann sich Homeoffice für Schüler vorstellen? Grün und rot nein. Von den Schülern. Die anderen dürfen nur gucken. Rot nein. Robert will das nicht. Die Dame nebendran doch. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Homeoffice ist bekannt, was das ist. Also wir arbeiten den Stoff zu Hause und dann kommt per Skype der Lehrer und sagt: Tust du das auch wirklich? Und das ist falsch. Rot, das ist nein, richtig. Geht nicht. Trifft man keine Freunde. Bitte? So trifft man keine Freunde. Ist doch so trifft man keine Freunde. Im Chat doch schon. Ja. Außerdem kann man sich ja dann zu Hause verabreden und gemeinsam vorm Rechner sitzen. Aber da muss man sich auch wieder bewegen. Auch keine Lösung. Aber gut, der Punkt ist wichtig. Aber da gibt es Beispiele, wo zumindest teilweise darüber nachgedacht wird. Wo zum Beispiel? Gibt es in Deutschland? Nein, in Skandinavien gibt es Beispiele, wo man sagt, wir können eben halt eine Schule vor Ort bei der dünnen Besiedlung nicht anbieten. Müssen wir uns was überlegen. Und dann ist eben der elektronische Unterricht für eine gewisse Zeit und das andere wird in manchen Bereichen dann über 3 Tage Internat oder sowas gemacht. Also so, dass auch die Freunde und das Fußballspielen noch gemeinsam geht, wenn auch nicht an jedem Wochenende. Also ich denke, da müssen wir über ganz flexible Lösungen nachdenken. Und der Hausmeister darf nicht der Grund sein, zu sagen, das geht nicht. Frau Decking, können Sie sich eine Stadt ohne Stau vorstellen in den nächsten Jahrzehnten? Das glaube ich nicht, weil wir vor allen Dingen auch noch weiterhin Lieferverkehr haben, ja, zu dem privaten Individualverkehr. Und das nimmt immer weiter zu, vor allen Dingen durch den Onlinehandel. Und mit Drohnen? Wäre das eine Lösung? Es gibt eine erste Postdrohne, die nach Sylt geflogen ist. Stell mir vor, wie der ganze Himmel voller Drohnen ist. Da haben wir mehr Platz nach oben. Also die Chinesen würden sich jetzt schon freuen, wenn man stapeln könnte. Also ich sehe dann nur in meiner Vision einen Drohnen, die uns beobachten. Und das ist für mich ein Thema, was ich überhaupt nicht gut finden würde. Okay, das ist keine Lösung. Aber das Stichwort ist, es könnte noch mehr werden, allein durch den Lieferverkehr. Genau. Onlinehandel. Und sonst noch eine Vision, eine Stadt ohne Stau?
glaube ich eher nicht. Da müsste sehr viel getan werden und es müsste sehr gute Angebote sein, die sich noch verändern müssten. Mhm. Glaube ich nicht, dass wir das so schnell kriegen. Herr von Boris, wie sieht es bei Ihnen aus? Stadt ohne Stau in der Zukunft? Realitätsnah? Ja, also ich glaube absolut. Wobei wir da so ein bisschen differenzieren müssen zwischen verschiedenen Aspekten. Das eine ist, Mobilitätsaufkommen nimmt zu, global in allen Bereichen, nicht nur im Lieferverkehr, auch wenn wir unsere eigenen Leben angucken, jemand, der jetzt irgendwie über 20 ist, wird das an sich selbst beobachten können. Und über 40, 50 erst recht, Reisedistanzen nehmen zu, Pendeleien nehmen zu, etc. Also Mobilität nimmt erstmal insgesamt zu. Das ist falsch. Die Wegezahl, es kommt immer darauf an, was man hat, die Wegezahl bleibt seit langer, langer Zeit konstant. Das, was zunimmt, ist die Verkehrsleistung. Genau. Ja? Und da ist eine Reise auf die Seychellen, macht natürlich die Tagesbilanz der Werktage genau. völlig kaputt. So. Gut, da steht man aber meistens in der Luft nicht im Stau. Genau, das ist ja der zweite Punkt. Reden wir davon, ob relativ dicht besiedelte europäische traditionelle Städte, also die europäische Stadt, wie das mal definiert wurde, ob wir uns die autofrei vorstellen können. Und das, na klar, ja, das ist, wenn da der gesellschaftliche Wille da ist und der politische Wille und die Kostenschraube sich ändert, selbstverständlich, das ist in 20 Jahren denkbar. So. Das ist aber noch was anderes als eine Stadt ohne Stau oder eine ganz global eine andere Mobilitätskultur. Stadt ohne Stau wird in China auch gebaut, indem man mehr Straßen baut. Das ist die chinesische Antwort im Moment. Da gibt es aber keine Stadt mehr. Genau, das ist halt keine europäische Stadt. Aber in der europäischen Stadt, wie wir sie haben, mit relativ kurzen Strecken, mit relativ engen Netzwerken für alle relevanten Versorgungsstrukturen, ob Supermarkt, Schule, Kindergarten oder sonst was, in der ist das natürlich vorstellbar. In anderen Städten, die nicht diese Infrastrukturen haben, wo die Schule mehrere Kilometer entfernt ist und es kein ÖPNV gibt etc., was es bei uns alles gibt, ist es schwieriger. Aber bei uns in Europa, klar, ich kenne keine deutsche Stadt, die ich mir nicht komplett im Innenstadtbereich autofrei vorstellen könnte. Man wird für den Lieferverkehr morgens und abends bestimmte Fenster haben, also man wird weiterhin Straßen haben, nicht mehr mit den Querschnitten. Man sieht es auch statistisch, in vielen Städten geht dieser sogenannte MIV, mobilisierte Individualverkehr, geht runter. Viele Städte fangen an, über Veränderungen von Straßenquerschnitten nachzudenken, Rebegrünung von Stadträumen etc., also nicht mehr den Fußgängerzonenfehler, aber sozusagen andere Straßenquerschnitte. Also ich würde sagen, ja, klar, in 20, 30 Jahren werden wir das in einigen Städten haben. Dann wird es einen anderen Stau vielleicht geben, Fahrradstau, gibt es jetzt auch schon in Berlin. Und es gibt verschiedene Städte, die denken über strukturierte Fahrradwegesysteme nach, also mit Expressrouten, Gutwetterrouten, Schlechtwetterrouten etc. für Fahrradfahrer. Also da werden wir schon, die Verkehrsplaner werden noch was zu tun haben. Also das Fahrrad, glaube ich, hätte einen großen Stellenwert. Wir können uns eine Vision angucken, die für Köln projiziert wird von einer Lobbyvertretung der Fahrradfahrer. Wenn wir dieses Bild einmal sehen können, das ist eine Vision, die sich auf den Kölner Ring bezieht, dass nämlich eine komplette Spur für Fahrradfahrer zur Verfügung steht. Jetzt sind Sie Bonner, aber ab und zu fahren Sie ja nach Köln, wenn Sie denken, ich fahre mal in eine Stadt, wo es noch schlimmer läuft als bei uns. Könnten Sie sich dieses Modell vorstellen oder sagen wir es mal konkreter, finden Sie das eine gute Vorstellung, dann zeigen Sie bitte grün. Wenn Sie sagen schlechte Vorstellung, dann rot. Eindeutig grün. Ja. Endlich mal. Ja. Das liegt aber am Titel der Veranstaltung. Aber die gestopfte Unterhose sagt rot. Warum denn das? Keine Einigkeit beim Parteikart. Jetzt waren Sie vorhin nur bei diesem Thema. Jetzt komme ich nochmal zu Ihnen. Warum ist das für Sie keine schöne Vorstellung? Weil Sie gerne mit Ihrem Auto unterwegs sind. Erstmal ist es meine wunderbare Wollhose und nicht die Unterhose. Entschuldigung, jetzt habe ich es. Gut, dass Sie nochmal zur Sprache kommen. Ganz wichtig. Ja, und dann möchte ich die Autos ganz aus der Stadt raushalten. Ich bin dafür, wir bezahlen ja Kraftfahrzeugsteuer, dass jeder auch eine kleine Steuer bezahlt für die öffentlichen Verkehrsmittel, dass die billiger werden. Also ich wohne außerhalb der Stadt und ich möchte oder ich könnte in 20 Minuten in der Innenstadt sein. Aber bei den Preisen, die ich bezahlen müsste, lohnt sich das immer noch, wenn wir zu zweit sind, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Und da musste man vielleicht nochmal ansetzen. Und das Murmeln und der Applaus gibt Ihnen recht. Der öffentliche Nahverkehr ist vielleicht zu teuer. Es gibt eine politische Partei, die vor langer Zeit gefordert hat, der öffentliche Nahverkehr sollte
kostenfrei werden, die Grünen in Deutschland. Mittlerweile wird das auch noch gefordert, nicht mehr von den Grünen, sondern von der Piratenpartei in Berlin zum Beispiel. Wir haben uns die Arbeit gemacht, mal herauszufinden, in welchen Städten in der Welt es tatsächlich Angebote gibt, wo entweder in der ganzen Stadt kostenlos der öffentliche Nahverkehr genutzt werden kann oder zumindest teilweise. Und das Erschreckende ist, dass im Autoland Deutschland nicht eine einzige Stadt zu finden ist, die eine Strecke, wenigstens nur eine Strecke, anbietet, die kostenfrei wäre. Und es sind viele Städte dabei, die einen ganz beschissenen öffentlichen Nahverkehr haben, wenn sie an Perth und Ähnliches, an viele nordamerikanische Städte denken. Und eins ist falsch, Hasselt ist nicht mehr. Hasselt war mal, Hasselt als aufgegeben. Aber es gibt in den baltischen Staaten schon diese Idee, das, früher hieß das mal in Hannover ja roter Punkt, ne, sodass man den ÖV eigentlich kostenfrei nutzen konnte. Für mich ist die Frage, ob das richtige Signal ist. Ja, und da reden wir jetzt drüber. Herr Beckmann, erstmal danke, dass Sie uns das Bild kaputt gemacht haben. Da, wo es keine Straßenbahn gibt, da kann man sie auch kostenfrei anbieten. Ja. Aber ich oute mich jetzt, ich habe eine teure Bahnkarte, das ist eine Bahncard 100, kostet über 4.000 Euro im Jahr. Und damit darf ich in 120 Städten in Deutschland kostenlos den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Und ich kann auch jeden Zug kostenlos benutzen. Und jetzt raten Sie mal, wie ich heute hier bin. Mit dem Auto. Weil die Anbindung von meiner, und das, obwohl ich Angst hatte vor der A3, aber tatsächlich, wenn ich es übers Jahr hochrechne, benutze ich, weil ich weiß, ich habe einmal dafür bezahlt, jetzt kann ich es kostenlos nutzen, in Anführungsstrichen, sehr viel öfter. Und ich erwische mich aber auch manchmal dabei, wenn ich das Fahrrad nehmen könnte oder laufen könnte, dass ich mich in die Stadtbahn setze. Und das ist doch der Punkt, den Sie gerade ansprechen wollten. Was ist nämlich bei vielen Städten passiert, die genau das eingeführt haben? Sie haben im Prinzip Rückverlagerung gehabt vom Fußgängerverkehr, vom Fahrradverkehr. Das ist zum Teil aufgetreten. Aber trotzdem, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn Sie eine Jahreskarte haben, in den meisten deutschen Großstädten, Größenordnung, zahlen Sie wahrscheinlich je nachdem 600 bis 1000 Euro. Im Jahr für eine Monatskarte. Jahreskarte. Das ist aber der größte Anreiz, auch damit zu fahren. Mhm. Ne? Gerade wenn das Angebotssystem auch vernünftig ist. Das ist, hat überall Schwächen. Aber in Berlin, ich habe ein Auto, aber ich fahre im Prinzip nicht mit dem Auto, sondern ich mache alles mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und wenn dann eben halt die S-Bahn mit Laub oder mit Winteranfang mal nicht funktioniert, dann habe ich die U-Bahn, dann habe ich die Busse und das funktioniert sehr gut. Hat den Effekt bei einer Stadt wie Berlin, das werden Sie hier in Bonn, aber in der Innenstadt genauso sehen, dass Sie eben eine sehr geringe Motorisierung haben. Frau Vosse, Boris, Sie müssen kurz warten, wir müssen Frau Vosse zu Wort kommen lassen, denn Frau Vosse hat gar kein Auto, wie ein Italiener aus einem alten Werbespot sagen würde. Wie bewegen Sie sich denn, so wie Herr Beckmann ab und zu, wenn das Auto mal stehen lässt, nämlich Bus, Bahn oder gibt es ein Verkehrsmittel, das Sie dauernd benutzen? Also wir reden hier von Verkehr in der Stadt und da ist das Fahrrad meiner Meinung nach das Mittel der Wahl. Und ich sehe das auch so, dass die meisten europäischen Städte, die ich bereist habe, also jetzt erstmal theoretisch halte ich es für möglich, dass dem Fahrrad dort viel mehr Raum zu geben als Verkehrsmittel. Und das Bild vorhin, also ich habe sowas in London erlebt, wo es solche Schnellspuren für Fahrräder gibt. Genau. Und ich denke, also wir haben ja schon ein bisschen angesprochen, es gibt dieses eine Thema zum städtischen Verkehr, nämlich die Frage der Planung. Man muss einfach Quartiere so planen, dass die Durchmischung da ist und dass einfach der Bedarf an Mobilität nicht so groß ist, dass ich nicht dauernd irgendwo hin muss, weil das Einkaufszentrum am Stadtrand ist oder eben die Arbeitsplätze, die Infrastruktur eben sich sehr bald in bestimmten, jetzt in der Innenstadt allein. Und das andere sind dann aber eben auch die Mobilitätspraktiken. Also was ist für Leute auch sozusagen eine Normalität, sich zu bewegen? Und also ich erlebe in Berlin, dass das Fahrradfahren, also dass es zunimmt, aber das ist dann doch für viele Leute immer noch
dieses Thema, die Angst, dass man irgendwie schwitzt und dann verschwitzt am Arbeitsplatz ankommt. Oder die Angst vom Autofahrer, Verkehrsunfälle. Das wäre dann der nächste Punkt, aber da möchte ich auch mal sagen, es ist natürlich auch eine Gewohnheitsfrage. Wenn ich es einfach gewohnt bin, Fahrrad zu fahren, dann schwitze ich auch nicht mehr. Also da kommt ja auch einfach so eine verstärkende Wirkung rein. Wenn dann mehr Leute Fahrrad fahren, dann passiert auch in Berlin jetzt mittlerweile sowas, dass die Radwege auch auf die Straße verlegt werden, was dann wieder meine Sicherheit erhöht. Wir haben eine irgendwann Vision von Berlinern Studenten, die sich überlegt haben, was würde passieren, wenn wir die Linie U1, die eine Hochbahn ist, als Radweg zumindest unter der U-Bahn ausbauen. Schön auch, dass der Regen dargestellt ist, vor dem man dann da geschützt wird. Und der Vorschlag ist, 9 Kilometer unter dieser Hochbahn eben einen Radweg anzulegen. Das wäre aus Ihrer Sicht ein Teil der Lösung? Auf jeden Fall. Jetzt hat Herr von Borries schon die ganze Zeit gesagt, er würde auch gerne sich beteiligen. Für Sie, ich meine, Ihre Hochschule ist in Hamburg, da gibt es auch eine Hochbahn. Das könnte man 1:1 übertragen, auf die Linie 3 zum Beispiel. Also das verweist, ich finde Ihre ich komme gleich darauf zurück, Ihre Karte vorhin ist zu unscharf oder diese Stadtauflistung, weil das eigentlich Spannende heute nicht die Frage ist, ob ich es umsonst mache oder nicht, sondern die Frage, ob ich solche Multimodalitäten zulasse. Also, zum Beispiel, welche Stadt, wie viel kostet es, mein Fahrrad mit in die U-Bahn zu nehmen? Mhm. Ja? Oder bei schönem Wetter fährt man ja mit dem Fahrrad als vernünftiger Mensch. Bei schlechtem Wetter stehen dann solche Fragen an. Manche Leute nehmen dann das Auto, die anderen würden sagen, ich fahre mit dem Fahrrad, nehme das in die U-Bahn, nehme es wieder raus. Das macht es dann noch teurer und noch unattraktiver, weil man in fast allen Städten extra zahlen muss fürs Fahrrad. Oder Thema perspektivische Verkehrserziehung. Welche Städte haben kostenlosen ÖPNV für Schulkinder? Mhm. Ja? Muss ja nicht für alle sein. Ich verdiene genug, ich kann es mir wirklich leisten. Ja? Auch eine ganz traurige Karte, da wird, glaube ich, auch keine größere deutsche Stadt auftauchen, die sagt, für Schulkinder kostenfrei. Manchmal ist es für Studenten kostenfrei, da ist das oder war das in den Studiengebühren drin, etc. Also ich glaube, es geht um strategische Steuerungen, wie man eine Entwicklung zu etwas hinbekommt. Und natürlich wird immer argumentiert, dass der ÖPNV auch Geld kostet, hat damit zu tun, dass wir eine Mischfinanzierung haben. Es fließt sehr viel Geld in die Finanzierung des ÖPNVs, fließt auch sehr viel Geld in den Straßenbau. Und da gibt es ja auch eine private Finanzierung, weil ich ja mein Benzin selber bezahle und meine Kfz-Steuer. Interessant ist anzugucken politisch, wie sind die Gewichtungen. Ja, also wie viel ist dieser private, durch Nutzung finanzierte Anteil und wie ist der allgemeine Anteil, den wir als Grundinfrastruktur, als sozusagen über unsere Steuern allgemein finanzieren. Und da kann man schon sagen, dass Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern nach wie vor eine sehr autofreundliche Politik betreibt und das letztlich fördert. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem man drehen muss und nicht diese Brachial-Argumente, ÖPNV komplett umsonst oder nicht. Und die Grünen zum Beispiel in Hamburg haben sich das lange überlegt, ob sie das machen und haben sich dann doch dafür entschieden, dass es sozial wichtiger ist, Kindergartenplätze billiger zu machen. Ja, also da hat man ja immer so Abwägungsfragen. Dann lassen Sie uns doch mal auf die Erfahrungen gucken, die diese Städte, wenn du uns nochmal die Städte an die Wand wirfst, die das ausprobiert haben, teilweise auch wieder zurückgenommen haben für den gesamten Verkehr. Also die Ergebnisse sind höchst unterschiedlich. Es gibt Städte, die haben eine Erhöhung des öffentlichen Nahverkehrsaufkommens von, also das ist unglaublich, 1200%. Das heißt, 12-mal so viele Menschen haben jetzt die Straßenbahn und die Busse benutzt, nachdem sie kostenfrei waren als zuvor. Es gibt Ergebnisse, ich glaube, das war das Beste in Tallinn, wo der Autoverkehr um 15% reduziert werden konnte. Also der Effekt, dass ein Radfahrer jetzt vielleicht Bus fährt oder ein Fußgänger nicht mehr läuft, ist unter Umständen besonders stark, vielleicht stärker, als dass jemand vom Auto verzichtet. Das ist ein Ergebnis. Ein anderes Ergebnis ist, dass manche Städte es wieder rückgängig gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir haben damit nichts erreicht. Also sagen wir, unter diesen gemischten Voraussetzungen, die wir jetzt als Ergebnisse aus dem Ausland kennen, könnten Sie sich vorstellen, dass wir trotzdem die Vision in Bonn fahren alle umsonst mit dem öffentlichen Nahverkehr als eine positive bezeichnen. Wir hatten ja eine Dame im Publikum, die gesagt hat, es lohnt sich nicht und wenn es kostenlos wäre und nicht so teuer, dann würde ich eher das Auto stehen lassen. Glauben Sie, das wäre eine gute Vision, öffentlicher Nahverkehr kostenlos? Im Umkehrschluss heißt das auch, irgendwo anders muss das Geld herkommen, also mehr Steuern zahlen zum Beispiel. Dann zeigen Sie grün, wenn Sie sagen, für mich ist das nicht die richtige Vision, dann zeigen Sie rot. Und Sie bitte auch abstimmen. Rot für Herrn Beckmann, Frau Voss ist klar positioniert, ich auch.
So. Oh, das Publikum ist zu 90% bei Grün, Herr Beckmann. Jetzt müssen Sie sich verteidigen. Warum ist das für Sie keine gute Vision? Ich halte das deswegen für keine gute Vision, weil etwas bereitgestellt wird, eine Leistung bereitgestellt wird. Und die Leistungen, die kostenlos bereitgestellt werden, werden häufig auch sehr unpfleglich behandelt. Das ist für mich ein Punkt, der sagt, du musst erkennen, dass das was kostet. Ich habe überhaupt nichts dagegen, bestimmte Gruppen auszunehmen. Schüler, ja. Oder Menschen, die eben halt Transferleistungen, Hartz IV bekommen. Menschen mit Behinderung, da können wir genau drüber diskutieren, das ist auch politisch. Aber im Grundsatz ist es ein Signal, dass das eine Infrastruktur ist, die was kostet und die man auch pfleglich handhaben muss. Und das ist über so einen Preis entsprechend zu verdeutlichen. Und ich denke, das zeigen auch viele Städte, dass das eben ein abgewogenes System sein muss. Wir hätten wahrscheinlich das Problem, dass dann Mittel für Radwegebau, hier ihre Umgestaltung, der Kölner Ringe, nicht mehr da ist. Und dann eben andere Dinge, Bildung und so zurückgestellt wird. Also angemessen ja, aber nicht blind dann völlig entsprechend umstellen. Ich will noch mal Folgendes sagen, hier haben Sie auch französische Städte drin. Da ist auch eine ganze Reihe von Städten dabei, die eben halt ganz anders als das in Deutschland der Fall ist. Und da stimme ich Herrn von Borjes zu. Wir haben eine sehr stark autozentrierte Sichtweise, immer noch, trotz aller Bemühungen. In Frankreich gibt es inzwischen, glaube ich, 27 Städte, die Stadtbahnen gebaut haben in den letzten 10, 15 Jahren, die es vorher nicht hatten. Bei uns gab es sie ja. In Bonn war sie da, in Köln war sie da. Die haben sie gebaut, weil sie gesagt haben, wir brauchen ein qualitätsreiches System. Das kostet dann auch ein bisschen was. Ich glaube, das ist der richtige Weg, auch zu sagen, da wird was bereitgestellt und das kostet was. Aber es muss in der Qualität auch stimmen. In so einer Straßburg sehr futuristisch. Einwand? Aber nicht, dass Sie sich streiten, Frau Fuss. Doch. Was ist, ja, bitte. Ich will einfach nur noch mal aufgreifen, ich halte, also das ist differenziert zu sehen, das haben Sie ja schon ganz richtig gesagt. So, aber was ich jetzt gar nicht teile, ist zu sagen, wenn man es umsonst macht, dann nur für marginalisierte Bevölkerungsgruppen, die sowieso nicht viel Mobilität zeigen, also die nicht diejenigen sind, die die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend fahren. Also so kommen wir nicht dahin, dass man eine andere Praxis und eine andere Normalitätsvorstellung für Mobilität entwickelt, wenn da nur irgendwie... Also unsere mobilsten Bürger im Auto sind im Augenblick die alten Mitbürger, die über 65 sind. Das ist interessant. Wir haben viele Leute hier, die gerade kurz davor stehen. Wer atmet denn da so heftig ins Mikrofon? Sind Sie das, Herr Boris? Ich glaube, diesmal war ich es ausnahmsweise nicht. Wer ist hier ein Abiturjahrgang unter uns? Ja, hier. Danke für die Ehrlichkeit. Der Abiturjahrgang. Ich würde gerne mal wissen, gibt es bei euch im Jahrgang Menschen, die keinen Führerschein machen? Ihr könnt die Karte hochhalten für Grün, wenn es so ist. Ja. Und jetzt interessiert es mich, wie viele sind das? Vielleicht weißt du das ja. Ich komme mal zu dir hin. So, ungefähr. Sag mal, wie groß die Stufe ist und wie viele es Leute ungefähr sein können. 60 Leute und es sind ungefähr 5 Leute, die keinen Führerschein machen und das erst nach dem Abitur machen. Okay, also 5 von 60. Mein Jahrgang 1999, wir waren 54, hat das einer nicht gemacht und wir haben ihn ein bisschen ausgelacht. Wir haben gesagt, du kriegst das auch nicht hin, probier es jetzt gar nicht. haben wir noch einen Abitursjahrgang hier oder eine 12. Klasse da hinten? Und jetzt muss ich nicht so viele Wege zurücklegen, wenn ich Ihnen noch 2 wichtige Personen vorstelle. Wir haben Frau Dr. Rateike hier und Frau Dr. Niehaus, wenn Sie sich einmal zu erkennen geben, wunderbar, die Leiterin des Deutschen Museums Bonn und die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir hatten hier unten rechts noch einen Abiturjahrgang. Frau Rateike, wenn Sie da mal jemanden suchen, der sich traut zu sagen, wie viele Leute bei euch, wenn ich das sagen darf, keinen Führerschein machen. Wo ist denn die Schule genau? Wo ist die? Ja. Helmholtz-Gymnasium? Hier in Bonn. Innenstadt. Ja, Innenstadt. Wie viel sind es bei euch? Das hat eben gerade keiner gesehen. Erst ins Mikrofon gibt es weiter, die zweite gibt es wieder zurück und dann hat es wieder Frau Rateike in der Hand. Also ich weiß jetzt nicht, wer den Führerschein nicht macht. Also du glaubst, es sind alle? Nein. Ihr dürft euch jetzt auch... Es gibt eine, die den Führerschein noch nicht macht. Aber wir müssen den Namen geheim halten. Ja? Ist die Person hier? Es ist ja auch eine Kostenfrage. Ein Führerschein kostet heute 2.500 Euro. Ja? Also das muss man... Ja, ist doch so, oder? Oder 2.000 Euro? Alles auf Punkt. Anderthalb? Ja. Zu viel. Ach, 2.500 Mark waren das mal. Ja, hier? Ja, also ich mache persönlich keinen Führerschein, aber nur weil ich ja 17 bin. Und da sehe ich dann keinen Sinn drin, meinen BF-17-Führerschein zu machen.
dann lieber erst mit 18. Wann wirst du denn 18? Nach dem Abitur. Nach dem Abitur. Und das ist dann in wie vielen Monaten? Ja, Juli. Keine Ahnung. Juli? Also bist du alle Stunden zusammen? Es ist doch Juli. Ja. Vielleicht wartest du den Winter noch ab. Also, aber du machst ihn dann einfach später. Deswegen jetzt noch nicht. Genau. Gut, meine Theorie wäre gewesen, es machen weniger. Es scheinen doch das Gros der jungen Leute, jetzt zumindest die bei uns sind, den Führerschein zu machen. Herr Beuys, ich habe Sie auf der Liste. Herr Beckmann, was wollten Sie dazu sagen? Na, ich würde es gar nicht am Führerschein festmachen, sondern an der Motorisierung. Und zumindest ist bisher ja beobachtbar gewesen, besonders motorisiert waren die jungen Männer. Mit 18 ging es eben halt aufs Auto. Und wir beobachten in den letzten Jahren, und zwar, jetzt bleiben wir mal bei der Bundesrepublik, bundesweit in den Städten, nicht im ländlichen Raum, dass die jungen Männer eben halt keine Motorisierung mehr anstreben. Da gibt es verschiedene Gründe, aber einer ist auch... Damit sie freitagsabend sich nach Hause fahren lassen können. Dass sie sich von der Freundin nach Hause fahren lassen können, weil es natürlich auch finanziell ein Punkt ist, aber auch, weil es nicht mehr so nötig ist. Das funktioniert nicht im ländlichen Raum irgendwo hier auf den bergischen Höhen oder so. Da wird es einfach schwieriger. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, den man nutzen sollte. Und der Führerschein, der lässt ja eine Option. Wenn ich ab und zu mal fahre, dann habe ich diese Option, eben abends dann auch vielleicht die Truppe auch mal nach Hause zu fahren. Mhm. Aber eben damit habe ich die Wahlmöglichkeit. Und das zeigt sich da. Und es zeigt sich auch, was man ja vermuten könnte, das ist die Altersgruppe von 18 bis 30 oder bis 29, dass hinterher das nachgeholt wird. Es wird etwas nachgeholt. Das ist der Grund wahrscheinlich, weil nicht so viel Geld da ist, weil man länger im Elternhaus ist. Aber es wird nicht voll nachgeholt. Es bleibt einfach die Motorisierung tiefer, als das früher der Fall war. Heißt das, das Problem erledigt sich von alleine? Wir müssen keine neuen Straßen bauen, es werden einfach immer weniger Leute Auto fahren? Der Zuwachs dämpft sich einfach weg. Und das sehen wir in vielen Statistiken auch. Also heute haben wir 44 Millionen Fahrzeuge. Wie wird das sein in 10, 20, 30 Jahren? Das hängt von der Bevölkerungsentwicklung ab, aber wenn wir mal von einer konstanten Bevölkerungsentwicklung ausgehen, wird es nicht weiter steigen. Bisher ist es ja immer kontinuierlich gestiegen. Und das ist auch sogar bei den Amerikanern erstaunlicherweise so. Also es stagniert. Es stagniert. Es bleibt auf einem bestimmten Niveau, geht nicht weiter hoch. Geht auch nur schwach, das ist eher in Europa runter. Okay. Herr Beuys. Ich wollte noch mal kurz Herrn Beckmann widersprechen mit der These, dass Dinge, die nichts kosten würden, nicht wertgeschätzt werden würden. Ich glaube, wir sind alle sehr froh, dass wir keinen Eintritt in Parks bezahlen müssen. Dass wir was nicht bezahlen müssen? In städtische Parks, städtische Grünanlagen, dass wir keinen Eintritt zahlen müssen. Und das hat damit nichts damit zu tun, dass wir sie nicht wertschätzen müssten. Und ich kenne sehr wenig Leute, die argumentieren, dass wir für die Autobahnbenutzung doch bitte eine Maut bezahlen sollten, damit wir diese Autobahn endlich wertschätzen würden. Ja, die Wertschätzung der Autobahn in Deutschland ist ungebrochen, obwohl wir sie nicht nutzungsabhängig bezahlen müssen. Vor allem, wenn ich dann im Stau stehe, kann ich sie noch länger nutzen, auf derselben Strecke. Der Punkt ist ein ganz anderer. Es gibt die Übereinkunft, dass Dinge, die zur sogenannten Daseinsvorsorge gehören, dass die möglichst kostenfrei sein sollten. Und zur Daseinsvorsorge in Deutschland der Gegenwart gehört die Grünfläche, deshalb ist die kostenfrei, und die Straße. Schule. Und die Autobahn und die Schule, aber nicht der öffentliche Personennahverkehr. Das ist eine politische Entscheidung. Man könnte genauso sagen, der Straßenverkehr oder die Autobahn gehört nicht zur Daseinsvorsorge, aber der öffentliche Personennahverkehr. Es hat nichts mit der These zu tun, Sachen, die umsonst sind, würden wir nicht wertschätzen. Schule ist auch ein tolles Beispiel. Schule schätzen wir sehr wert und wir engagieren uns sehr dafür, dass sie gut sind. Trotzdem setzen sich Privatschulen bei uns nicht durch. Gesamtgesellschaftlich, nicht individualbiografisch. Nicht zu dem Zeitpunkt, wo man es nutzt. Und es hat also nichts mit dieser, nur die Dinge, für die ich bezahle, sind was wert zu tun. Das nur noch mal als Gegenposition. Also, ich komme ja in eine... Ich komme ja in eine ganz komische Rolle, als jemand, der seit langer Zeit Maut auf Autobahnen und Verkehrsleistungs- und belastungsabhängig fordert. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, über die Verkehrsvorgänge, Fahrvorgänge auf den Straßen, schöpfen wir für unser gesellschaftliches System nicht wenig Geld. Ich will nicht die ADAC-Argumentation aufmachen. Also insofern ist es im Prinzip indirekt nicht kostenfrei. Sie zahlen über die Kraftfahrzeugsteuer, über Mineralölsteuer, Energiesteuer und dergleichen mehr. Wichtiger Punkt. Das muss man einfach sehen. Und ich würde es offener sehen. Also ich wäre eher dagegen, weil ich bestimmte Nachteile sehe. Aber wenn gesellschaftlich die Entscheidung ist, wir wollen den öffentlichen Nahverkehr
kostenfrei betreiben. Habe ich im Endeffekt nichts dagegen, wenn die Qualität erhalten wird, wenn das weiterhin attraktiv bleibt und wenn damit ein Gesamtsystem da ist. Wenn das nicht, eben, ich hatte es vorhin gesagt, den anderen Verkehrsträgern, die umweltorientiert sind, wie Fußgänger, Fahrradfahrer, entzogen wird. Gut, jetzt müssen wir dieses Thema... Darf ich noch mal eins sagen? Hier dieses Bild, was Sie vorhin hatten, ja? Das ist ja in Köln gar nicht so fern von der Realität. Mhm. Ne? Denn die Kölner Ringe, die inneren, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die sind ja in Abschnitten umgestaltet worden zu Lasten des Autoverkehrs. Ja. Dass das immer schwierig ist und dass es Streit gibt und vor allem die Einzelhändler meinen, ihre Kunden ständen da und würden da kommen, was sie inzwischen auch langsam lernen, dass das nicht der Fall ist. Das ist klar, aber man kann so einen Straßenraum damit wirklich... in der Qualität steigern. Damit ist der Verkehr ja nicht ganz raus. In der Diskussion hatten wir auf diesem Bild, hatten wir uns gesagt, ja, aber wie ist es dann, wenn das parkende Auto raus will, dann muss es ja über den Fahrradweg fahren. Aber dann waren wir uns einig, wenn jemand in diesem Bereich einen Parkplatz hat, dann wird das Auto dafür immer stehen lassen, weil er kriegt ihn nie wieder. Insofern wird das doch kein Nach zwei Wochen wird er abgeschleppt. Nun, gut, dass wir, weil ich möchte nicht nur darüber sprechen, dass das das einzige Mittel ist, der kostenlose öffentliche Nahverkehr, auch wenn er vielleicht ein wichtiger Baustein ist. Aber reden wir doch mal über den Neubau von Schnellstrecken für die Bahn. Also im Moment ist in Deutschland keine neue Schnellbaustrecke geplant, wie wir sie kennen, zwischen zum Beispiel Bonn-Siegburg und Frankfurt, die sehr stark genutzt wird, oder vor einiger Zeit gebaut zwischen Berlin und Hamburg, die Sie nutzen. Frau Decking, könnten Sie sich vorstellen, dass das ein wichtiger Baustein ist, der gerade verschlafen wird auf dem Weg 2030? Also es müssen mit Sicherheit bessere Angebote gemacht werden, auch im Personennahverkehr, ob das unbedingt die Schnellbahnstrecken sind. Das ist ja jetzt ja Fernverkehr, ja? Das wäre Fernverkehr und für die Stadt muss ich sagen, ich würde auch bevorzugen, dass es kostenlos angeboten wird, wobei wir uns natürlich darüber im Klaren sein müssen, dass wir es letztendlich ja doch bezahlen. Wir müssen es über Steuern bezahlen. Ja. Und der öffentliche Personennahverkehr ist ja heute schon defizitär. Ja. Also das heißt, er muss ja heute schon gestützt werden, auch wenn wir das bezahlen. Das bedeutet, im Grunde genommen müssten wir versuchen, möglichst viele Menschen eben hereinzulocken. Und insofern könnte es unterm Strich volkswirtschaftlich günstiger sein, diese Sachen kostengünstig anzubieten oder kostenfrei anzubieten, weil es dann unterm Strich weniger kosten würde, weil es mehr genutzt würde. Was haben wir denn noch für einen Baustein, der hilft? Aber nochmal zu den Schnellfahrstrecken. Das ist ja eine Logik, der wir folgen in der Bundesrepublik. Die Schweizer, zugegebenermaßen ein kleineres Land, haben ja eine andere Logik. Die Franzosen auch. Die Franzosen haben auch die Schnellfahrstrecken, das ist richtig. Aber die Schweizer haben eine andere Logik. Die sichern im Prinzip die Anschlüsse und verzichten damit etwas auf die, Geschwindigkeit in der Strecke. Aber das ist Zuverlässigkeit und das ist viel wichtiger. Das ist, wenn ich weiß, der Anschluss ist da. Sag mal, ich bin ein Jahr zwischen Aachen und Berlin gependelt. Wenn ich in Köln oder in Düsseldorf den letzten nach Aachen verpasst habe, den Regionalexpress, dann war ich ganz schön aufgeschmissen, weil der wartete nicht. Das hätten die Schweizer, die hätten etwas längere Übergangszeiten. Die haben und auch mehr Zeit. Vielleicht. Ich hätte sie aber auch gerne gehabt, ein bisschen mehr Zeit und eine halbe Stunde im Fernzug länger arbeiten, aber dann sicher zu Hause zu sein und nicht zu sagen, wie kommst du denn jetzt eigentlich nach Aachen? Ne? Das heißt, denn Aachen ist ja nicht Provinz. Ne? Eine pünktliche Bahn ist auch ein Baustein für eine Stadt ohne Stau. Noch ein Baustein. Was brauchen wir noch für eine Stadt ohne Stau? Herr Beuys. Also ich glaube, wir haben jetzt eben wieder über Effizienzsteigerung geredet, Zeit oder Geld, sehr viel. Und wir haben noch zu wenig geredet über Qualität. Also Effizienzsteigerung würde heißen, mehr Leute in ein Auto. Na, wir haben jetzt hier geredet über Geld sparen, Zeit sparen, wenn die Bahn billiger ist, dann fahre ich mehr mit der Bahn und so weiter. Und ich glaube, wir müssen über Qualität reden. Und da gibt es einige, immer wieder ein paar schöne Projekte, eins war ja auch hier im Ruhrgebiet, als mal eine der Autobahnen gesperrt wurde und dann wurde ein langer Tisch aufgebaut und dann wird da sozusagen ein Essen fest gemacht und man erlebt es immer wieder, wenn man mal in einer Stadt ist, wo die Straße gesperrt ist und es ist leiser. Wir haben zum Beispiel nicht über Lärm geredet. Wir haben nicht über Luftqualität geredet. Wir haben also über sehr viele Sachen noch nicht geredet, die mit Qualität zu tun haben. Und ich glaube, wir müssen uns alle bewusst machen, dass eine Stadt mit weniger MIV mehr Lebensqualität hat. Auch wenn ich mich vielleicht manchmal langsamer bewege oder ein bisschen unbequemer und vielleicht, weil ich auch einen Regenmantel brauche oder sonst was. Darf ich das provokant zusammenfassen? Genauso wie wir die Müllvermeidung brauchen, brauchen wir die Wegvermeidung.
Nee, das ist total toll, mal den Weg, den man sonst mit dem Auto macht, zu Fuß zu laufen, auch wenn es länger braucht. Ich sehe mehr Sachen, ich entdecke Läden, die ich vorher noch nicht kannte. Ich treffe vielleicht Leute auf der Straße. Ja gut, aber es ist auch ein Stück weit Träumerei, weil man sagt, ja, ich benutze doch das Auto für eine Strecke, die ich normalerweise nicht laufen kann. Auch wenn, nein, das stimmt überhaupt nicht. Sehr viele Leute benutzen das Auto auch für Strecken, die man gut laufen kann. Die meisten Strecken werden ja unter 5 Kilometer. Für unter 5 Kilometer? In der Stadt. Belegt. Wir haben ja nicht sehr viel Ähnlichkeit zum Müll, aber im Verkehr gibt es lange jetzt nicht mehr so nach vorne geschoben den Begriff von 3 Vs. Mhm. Nämlich das heißt vermeiden, da habe ich vorhin Siedlungsstruktur gesagt, verlagern. Oder der Tante-Emma-Laden in der Region. Ja, genau. Und eben verträglich gestalten, das wäre dann der Effizienzgesichtspunkt. Moment, ne? Vermeiden, verträglich gestalten? Nee, verlagern. Verlagern auf den Umweltverbund, also auf Bahnen, auf nicht motorisierten Verkehr. Also was jetzt auch noch ein bisschen fehlt hier im Bild, meiner Meinung nach, sind die Push-Strategien, also wo man auch wirklich einfach dem Individualverkehr ein bisschen was von den Folgen, den Kosten überhilft, die er verursacht. Also man müsste doch mal auch so über so Instrumente nachdenken, wie Besteuerung von freien Plätzen im Auto, oder über einfach auch wirklich eine konkrete Einschränkung der, der Nutzung mit den alternierenden Nummernschildern. Wenn der Müllpolizist fertig ist mit dem Kontrollieren der Mülltonnen, kann er sich an den Straßen anstellen und zählt die freien Sitze im Auto. Und dann kaufen alle Leute nur noch 2 Sitze. Hochmotorisiert, damit sie schnell unterwegs sind und wenig Steuern zahlen. Also ich glaub, ich stimme aber zu, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das gehört beides dazu. Die Attraktivität der anderen Verkehrsmittel und auch das Push, nämlich aus dem Auto rauszubringen. Und es gibt ja auch Beispiele, wie das gut funktioniert, wenn man Stockholm sich annimmt. Also Stockholm eine hat eine City-Maut gemacht, was dort einfacher möglich ist, aufgrund der Wasserläufe und dergleichen mehr. Und sie haben auch Folgendes gemacht, sie haben vorher die Bürger gefragt und die Bürger waren alle dagegen. Machen wir hier auch. Wer ist für eine City-Maut in Bonn? Grün ja, rot bitte nicht. Unsere Bürger sind für die City-Maut. Und jetzt sagen Sie, Herr Beckmann, lassen Sie mich raten, nachher, als sie da war, die Maut, hat man die Stockholmer nochmal gefragt und dann waren alle dafür und unsere Bonner sind vorausschaltet. Genau, das hat sich im Prinzip umgedreht. Ich glaube nicht, dass die Bonner auf Rot schalten und sagen, sie sind dagegen. Es muss natürlich funktionieren. In Stockholm, das ist eine einzelne große Stadt, die allein steht, wo keine Konkurrenz da ist. Was hier passieren würde, ist das, was Aachen ja passiert ist. Die haben in der Innenstadt nur eine Straße zugemacht und dann haben alle Städte draußen rum gesagt, Aachen ist nicht mehr erreichbar, weil Aachen ist autofrei in der Innenstadt. Also die Kölner würden das schamlos nutzen gegen Bonn und sagen, kommt mal nach Köln zum Einkaufen. Also ich denke, ich will damit nur sagen, sowas muss man wahrscheinlich auch sich gemeinschaftlich überlegen, wie sieht das Gesamtverkehrskonzept in so einer Region zwischen Düsseldorf, Köln und Bonn aus, weil das hängt ja schon relativ gut zusammen. Sie sind heute aus Köln gekommen. Ja. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe Menschen, die jeden Tag von Düsseldorf kommen. Es gibt Bonner, die nach Köln und nach Düsseldorf pendeln. Also da muss man sich schon ein bisschen abstimmen. Aber im Prinzip zeigen diese Beispiele es ganz gut, funktioniert, wenn man insbesondere Folgendes macht, und das haben die Stockholmer auch gemacht, ähnlich wie London, die haben das Geld in die anderen Verkehrsträger reingesteckt. Die haben in Stockholm eben halt eine U-Bahn-Linie gebaut, sie haben im Prinzip den öffentlichen Nahverkehr gestärkt und London hat das auch gemacht. Wir fassen das zusammen. Frau Vosse sagt, wir müssen die leeren Sitze besteuern oder wir müssen vielleicht auch eine City-Maut einführen, um zu erreichen, das, was Herr Beckmann geschildert hat, sich Leute verabreden, weil das Geld wird ja nur fürs Auto benutzt, nicht für die Fahrgäste, die reinkommen. Das Geld, was die Stadt zusätzlich einnimmt, wird dann investiert in neue Radwege oder eine neue U-Bahn. Ein Baustein für eine staufreie Stadt. Ich glaube, man muss noch mit positiveren Bildern arbeiten. Das ist das, was in dem gerade beim Autoverkehr fehlt. Wenn Sie mal einer... Oh, Herr Boris, wir haben ein positives Bild. Zeig mal das schöne fliegende Auto. Fliegende Auto ist jetzt ein positives Bild. Ganz aber positiv. Da kommen Sie über jeden Stau... Ruben, haben wir das? Stau, nee, kein Problem mehr. Nicht. Also je nachdem, wie viele das haben. Also nehmen Sie eine sechsspurige Straße
und bauen Sie sie zurück auf eine vierspurige und machen Sie aus den zwei frei werdenden Spuren einen interessanten städtischen Grünraum zum Flanieren. Oder tolles Beispiel aus Seoul, wurde eine Hochautobahn zurückgebaut, unten drunter der Fluss, der da vorher ein Abwasserkanal war, freigelegt und ist einer der beliebtesten öffentlichen städtischen Räume geworden. Wir hatten vorhin das Bild an der Wand mit den Fußgängern, den Fahrradfahrern und den Autos. Die Autos waren nur der sogenannte fließende Verkehr in seinem Flächenverbrauch. Der ruhende Verkehr, also die parkenden Autos, weil ein Auto parkt ja länger, als es bewegt wird, war überhaupt nicht abgebildet. Der Flächenverkehr von MIV ist wesentlich größer, als diese kleine Grafik war. Wenn wir uns überlegen, was mit diesen frei werdenden Flächen gemacht werden könnte und dafür Pilotprojekte machen, ja, also so ein experimenteller Wohnungsbau oder experimenteller Stadtumbau, es gibt ja für vieles geförderte Pilotprojekte, dann würde man, glaube ich, vielen Leuten auch die Angst nehmen, weil ihnen deutlich werden würde, dass es ein Gewinn an Lebensqualität ist und ein Gewinn an Stadtraumqualität. Also diese Inspiration müssen wir nochmal zusammenfassen. Das Stau zu vermeiden ist, das würde uns freuen, die wir im Stau vielleicht Zeit verlieren, so denkt man so. Aber wenn wir es schaffen, eine Stadt so attraktiv zu machen, indem sie so autounfreundlich ist, dass wir die Autos so rausdrängen, um neuen Platz zu gewinnen, machen wir unser Leben noch lebenswerter, unabhängig davon, dass wir jetzt weniger Stau haben. Das war Ihr Genau. Passwort. Denken wir an den historischen Boulevard, der heute in allen Städten nur eine Lärmpest ist. Da waren historisch die Wohnungen im zweiten Stock, die Belle Etage, das Feinste vom Fein. Heute will da keiner mehr wohnen, weil es so scheiße laut ist. Ja, in jeder Großstadt kennen Sie das. Ja, tolle Wohnungen, hohe Räume, Stuck und will man nicht haben, ist einfach viel zu laut, weil draußen der frühere Boulevard langläuft. Ja, der Boulevard war nie als solches gedacht, sondern als interessanter städtischer Lebensraum, der heute nicht mehr ist. Und ich glaube, an solche Bilder müssen wir uns rückerinnern, wenn wir über die Qualitäten dieser europäischen Stadt reden und dann kriegt man auch vielleicht Lust drauf. Und dafür gibt es gute Beispiele, auch in Deutschland. Haben wir ein Beispiel? Also es gibt eine ganze Reihe Beispiele. Eines, was mir besonders auffällt, weil es auch gut gestaltet ist und weil es ein attraktiver Bereich ist, um das Ulmer Münster herum. Da ging früher der Verkehr in einer Bundesstraße vorbei und durch und inzwischen ist das umgestaltet. Der Verkehr ist nicht ganz raus, denn der schließt da ja die Innenstadt in Ulm. Aber es ist ein attraktiver Stadtraum, der ist auch noch gut gestaltet, mit Grün, ohne Grün, Steinern, alles wirklich sehr toll. Und auch in Duisburg finden Sie so. Was vor dem Theater. Frankfurter Mainufer. Also gibt es eine ganze Reihe Beispiele. Sie sind eben sehr singulär, nur einzeln und man verfolgt das nicht konsequent. Und man vergisst es. Das Frankfurter Mainufer, die alle kennen wahrscheinlich Frankfurt, waren da mal und man kann am Mainufer lang gehen, Grünfläche, Parkanlage. Das war noch Mitte der 80er, war das Parkplatz, großen Teil Parkplatzfläche. Und wurde dann umgebaut. Und heute findet man das ganz normal, dass man da einen städtischen Grünraum hat. Also vieles vergisst und es man. Funktioniert eben auch da, wo man nicht die Straße unter die Erde legt, wie in Düsseldorf oder eben auch zum Teil in Köln, wenn man das vernünftig macht und dem Verkehr andere Alternativen gibt, eben auch dem nicht motorisierten und dem öffentlichen Verkehr. So, jetzt kurz bevor wir am Ende sind, möchte ich gerne noch mal richtig viel Essig in den Wein kippen. Und zwar ein großes Thema in der Automobilindustrie ist ja im Moment das autonome Fahren. Stellen wir uns 2030 eine Gesellschaft vor, wo viele Leute nicht mehr selber fahren, sondern sich fahren lassen und deswegen die Zeit im Auto anders nutzen. Und diese 70 Stunden, die wir Deutsche im Schnitt, jeder im Stau stehen heute, werden wir als eine andere Zeit erleben, die wir produktiver oder entspannter genießen können, weil wir eh im Auto lesen oder am PC arbeiten oder Gesellschaftsspiele spielen mit unseren Kindern. Werden wir dann den Stau vermissen, Frau Decking? Ich kann mir das vorstellen auf den Fernstrecken, aber dieses autonome Fahren in der Stadt glaube ich eher nicht. Da wäre für mich die Vision mehr zu sagen, die Stadt ist autofrei, aber drumherum ist autonomes Fahren. Ich frage Sie als Publikum, stellen Sie sich eine Stadt vor, Bonn im Jahr 2030 ohne Stau? Würden Sie den Moment vielleicht vermissen, wo Sie ganz bewusst den Deutschlandfunk hören, den Nachbarn beobachten, wie er in der Nase popelt oder zum Radiosender mitsingt, den Sie vielleicht auch gerade hören, wenn es nicht der DLF ist? Wenn Sie sich vorstellen könnten, Stau zu vermissen, dann bitte grün, wenn nein, dann rot. Sehr eindeutig, aber eine Dame mit gestreiftem Oberteil zeigt grün und Frau Ratajke, wenden Sie da noch einmal hinkommen. Genau da, diese Reihe ist es. Winken Sie einmal, dass Frau Ratajke Sie sieht. Halten Sie mal noch mal die Hand hoch. Genau Sie. Wir haben schon Blickkontakt. Nein, eins, genau, da kommt das Mikrofon. Ja,
Sie hatten die grüne Karte gezeigt, Sie würden den Stau vermissen. Dann habe ich den falschen Einwand verstanden. Also doch ein einstimmiges Ergebnis, nur die falsche Seite gezeigt. Oder gab es noch jemanden, der den Stau vermissen würde vielleicht? Ist das schön, Einigkeit im Saal? Ich glaube es nicht. Aber ich denke, also ich bin auch skeptisch beim Personenverkehr aus vielerlei Gründen. Aber da, wo ich es mir vorstellen kann, wenn ich Fahrzeuge neu konzipiere und die autonom fahren, ist zum Beispiel beim Güter- und Lieferverkehr. Gerade wenn man davon ausgeht, was ich nicht sehr begrüßenswert finde, dass wir eben zunehmend Online-Shopping machen und davon ja, wie wir wissen, 2/3 wieder zurückschicken und so. Das ist ja wirklich, das ist ja vorhin schon gesagt worden, ein erhebliches Problem, was auch auf die Städte zukommt, dieser Wirtschaftsverkehr der letzten Meile, wie man das dann häufig bezeichnet. Da könnte ich es mir vorstellen, wenn die Fahrzeuge leise sind und wenn sie das möglicherweise in irgendwelche Paketboxen liefern, dann könnte das auch autonom sein. Und das vielleicht auch zu Zeiten nachts, wo wenig. Ja. Sehr guter Punkt. Vielleicht sagen Sie ja, und natürlich haben wir vorne noch was vergessen. Wir haben noch nicht über das E-Bike gesprochen. Oder ja. Es gibt noch einen Baustein, der besonders wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken sollten, wie kriegen wir eine Stadt staufrei. Zeigen Sie auf, wenn Sie eine Idee haben, wo Sie sagen, lassen Sie uns verabreden über das Internet. Hier vorne, der Herr mit dem wunderschönen Bart. Vielleicht Frau Rateik oder Frau Niehaus, Sie sind beide gleich weit weg. Wer schneller ist, hat ihn zuerst. Und halten Sie nochmal die Karte hoch, damit Sie entdeckt werden. Hier. Genau. Wer kommt da hin? Frau Rateike kommt. Wollen Sie noch? Ja, klar. Hand hoch, bitte. Das Schlimme ist, wenn man jemanden sieht, steckt man ihn sofort in eine Schublade. Und Sie stecke ich in die Ingenieursschublade. Jetzt sagen Sie mir bitte, dass Sie ein Diplom-Ingenieur sind. Nein, bin ich nicht. Ah, sondern? Ja. Informatiker. Oh ja, nicht weit weg. Knapp daneben. Ja, und was ist Ihre Idee? Meine Idee ist... Das, was noch völlig fehlt hier, Lastenräder. Und wenn Sie nachher rausgehen... Lastenräder. Lastenräder. Wenn Sie nachher hier rausgehen, gucken Sie mal draußen vor der Tür, da steht Bolle Bonn, der einzige Lastenanhänger für Fahrräder, kostenlos zu leihen für alle Bonner Bürger. Toll. Bolle-bonn.de. Vielen Dank, vielen Dank. Und... Also, Sie haben einen großen Fan auf der Bühne, Frau Vosse. Sie können zum Thema Lastenrad noch einen wertvollen Beitrag liefern. Ja, genau. Es ist also nicht einfach, Lastenräder in die Nutzung zu bringen, weil sich doch viele Leute einfach unsicher fühlen mit der Handhabung, aber vor allen Dingen auch, weil die Radwegsinfrastruktur erstmal darauf nicht ausgelegt ist und weil die das Parken an der Stelle kann man es wirklich auch nennen, also die Unterbringung, dann das Abstellen im öffentlichen Raum. Das ist im Hinterhaus sitzt irgendeiner aus Berliner einer Mietwohnung nicht möglich. Aber und Sie haben ein positives Beispiel für eine Lösung. Wir bieten an sowohl den Verleih auch, aber auch den Selbstbau für Gruppen, um ja auf dem Weg auch wirklich sicherzustellen, dass das Rad genau ausgelegt ist auf den zukünftigen Bedarf und eben sich eine Gemeinschaft bildet, mit der man auch schon vorher genau diese Probleme anspricht, wo kann das Ding hinterher bleiben und natürlich man hat dann die viel bessere Auslastung, weil den Wochenendeinkauf macht man, ja, wie der Name schon sagt, das heißt, es braucht ja auch jetzt nicht jeder Haushalt ein Lastenrad, dann haben wir das Problem ja wie bei den Autos, nur ein bisschen kleiner und mit weniger Abgasen. Auch schon um einiges kleiner. Also insofern finde ich auch diese Möglichkeiten, sowas eben auch wieder dezentral im Stadtraum einfach drauf zugreifen zu können. Da muss ich mich um diese Probleme nicht kümmern, wo bringe ich es unter? Und dann denke ich wirklich, hat es Perspektive als Ersatz, zumindest für den privaten Transport. Und das geht ja genau in die Richtung, also Lastenrad-Sharing oder Anhänger-Sharing und wenn das noch kostenlos ist, finde ich das eine ganz tolle Initiative. Danke für diesen Beitrag. Gibt es noch jemand, der sagt, wir haben über etwas noch nicht gesprochen, was beiträgt zur Stadt ohne Stau? Ja. LKW-Sharing, sehr gut, Frau Rateike. PKW. PKW-Sharing. Also Carsharing. Machen Sie Carsharing? Sind Sie bei Cambio oder Flingste? Oder Car2Go? Nutzen Sie so etwas? Nein, ich nutze das nicht, aber im Bekanntenkreis, wo es also junge Leute gibt, die das aber dann eben machen. In Köln zum Beispiel.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Und das ist ja auch sehr gewachsen. Also ob das jetzt BMW ist mit Drive Now oder Mercedes mit Car2Go oder die alten etablierten Anbieter wie Stadtauto und Cambio, da hat sich wirklich sehr viel entwickelt. Sehr guter Punkt. Noch eine Idee. Führt aber nicht zu einem Rückgang von Mobilität, sondern bislang steigen mehr Nicht-Autofahrer auf Carsharing um als Autobesitzer auf Carsharing. Das kann auch so wie ein wie eben beschriebenes Übergangsphänomen sein, aber in den letzten Jahren ist es also aus Mobilitätsreduktionssicht eher negativ. Und auch aus der Produktionssicht hat es einen guten Grund, warum das die Automobilhersteller anbieten, weil die da wunderbar ihre temporären Überproduktionen reinschieben können und das also ein Auffangbecken auch für Überproduktionen ist. Also ich möchte eine Lanze sprechen fürs Carsharing. Ich habe 8 Jahre lang kein Auto besessen und das Carsharing, diese Station von Cambio, die schräg gegenüber war von unserem Haus, hat mit dazu beigetragen, dass wir das so lange durchgehalten haben, trotz Kinder, weil wir gesagt haben, wir haben ja immer eins zur Verfügung und ich bin mir sicher, Sonderfall. Der Punkt, den Sie erwähnt haben, dass Platz gespart wird in der Stadt, ist mit Carsharing auf jeden Fall wichtig. Und wer weiß, wie viele Leute davon abgehalten werden, ein Auto zu kaufen. Gucken wir uns mal die Abitursjahrgänge an. Gibt es jemanden unter euch, der sagt, ich weiß, ich kann ja immer ein Smart haben oder ein Mini. Unter Umständen ist das für mich viel attraktiver, als jetzt ein neues Auto zu haben, ein gebrauchtes Auto, für das ich viel Geld ausgeben müsste. Wer findet Carsharing attraktiv und überlegt sich, das könnte eine Möglichkeit sein, ein Auto deswegen dann erst später zu kaufen? Der zeige jetzt bitte grün. Und wer sagt, nein, ich will den Porsche Boxster und zwar sofort, der zeige bitte rot. Ja, Kinder, nein, ihr seid hier zum Mitmachen, sonst werde ich die Lehrkräfte jetzt ermahnen, dass die jetzt nicht aufzeigen, aufgeschrieben werden. So. Also grün für, ja, die Frage war zu kompliziert, ne? Ja. Carsharing verhindert, dass ich ein Auto kaufe, erstmal oder zögert es heraus, ist grün. Und nein, ist rot. Also ein paar grüne habe ich da, ein paar rote und bei euch? Die wollen jetzt alle Lastenfahrrad kaufen. Nein, die haben alle. Also Fakt ist, das Angebot von leihbaren Autos überall im Stadtraum erhöht die Möglichkeit, Auto zu fahren und insofern den Autoverkehr. Und das war der Punkt von Herrn Boris, deswegen ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt noch ein ganz interessantes Phänomen. Also die empirischen Befunde von Herrn Boris sind nicht richtig. Es werden zum Teil eben halt verzögert beschafft, eigene Fahrzeuge, gerade bei den jüngeren Menschen. Und es werden vor allem Zweit- oder Drittwagen, die manchmal ja auch dann noch beschafft werden, eben halt auch verzögert. Und der Platz ist auch ein Argument. Ich stimme Ihnen natürlich zu, mir wäre ein Leih-Pedelec oder also ein Sharing-Pedelec oder ein Fahrrad sehr viel lieber. Gibt es ja auch. Gibt es schon E-Bike-Sharing, ja? Ja. Wo, in welcher Stadt? Also in Leihsystemen, ja. Aber was ich mich bei diesem Carsharing... Im E-Bike-Verleih, aber so wie ein Stadtrat gibt es das doch noch, habe ich noch nie gesehen. Die müssen ja aufgeladen werden, das wäre doch ein schönes Prinzip. Ja doch, ich glaube, die Bahn hat jetzt ein Teilsegment mit untergebracht. Also ja, klar, da brauchen sie auch eine Serviceeinrichtung. Die können sie nicht mehr an der Straße abstellen, dann haben sie das Fahrrad ohne Batterie möglicherweise hinterher. Gut, aber noch einen Satz zum Carsharing, weil das ist wirklich ein diffiziles und schwieriges Feld und es ist noch relativ jung. Ne? Aber eine Frage, die man sich beim Carsharing immer stellen muss, ist, dass es ja schon auffällig ist, dass es immer neue Autos sind. Und wenn man ein Carsharing-Auto benutzt, will man meistens ein relativ neues, relativ sauberes. Die haben eine nicht sehr lange Benutzungsrate. Und was meinen Sie, was passiert mit einem Carsharing-Auto, was ein Jahr alt ist? Das geben Sie bei Frau Decking es ab. Wird nein, ein, ins Repair-Café. Es wird ein Privatauto. Es geht nicht ins Repair-Café, es wird nicht sofort recycelt, sondern ganz es klar. Wird ein Privatauto und im Prinzip, deshalb steckt die Automobilindustrie viel Geld rein, ist es im Moment eher ein Anfixen als eine wirkliche Reduktion der Gesamtautomobilproduktion und der Gesamtnutzung. Auch wenn eigentlich Sharing eine tolle und schöne Idee ist, aber vielleicht sollte man dann Repair, Car, Sharing, Oldtimer, wie das coole Telefon, so dann wird es in der Gesamtbilanz vielleicht interessanter. Also doch den Porsche von 1950. Gut, also schlechte Abgaswerte, ja. Noch schlechtere als die. Es haben sich noch einige gemeldet, die tolle Ideen hatten. Ich möchte aber sie jetzt nicht überstrapazieren, weil ich schon 20 Minuten überzogen habe. Ich bin sowieso begeistert, wie viel Aufmerksamkeit und Konzentration sie aufgebracht haben. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und ich sage jetzt einfach mal zu unseren Diskutanten, ohne dass wir vorher drüber gesprochen haben, wenn Sie noch eine Frage haben, fangen Sie sie schnell ab. Eine Minute oder zwei werden Sie sich hier vorne noch aufhalten. Dann können Sie, wenn Sie jemandem was mitgeben wollen, dem das gerne noch mitgeben. Auch ich stehe noch eine Minute hier vorne.
Ansonsten sage ich Ihnen Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie heute Abend so zahlreich hier waren. Das hat uns sehr gefreut. Einen schönen Abend. Auf bald.